Reiter? Nee. So, also ne, hier haben wir das Tutorial beendet. Im Prinzip L. Im Prinzip muss man hier einmal L halten. Und dann kann man hier einfach nur links gedrückt halten. Und hier runter Y. Und immer mit L buffern. So mache ich zumindest. Man kann auch mashen, aber die Textboxen sind so langsam. Hier dann nach rechts raus. Textboxen sind so langsam, da kann man einfach mit L immer timen, ohne dass man irgendwelche Zeit verliert. Hier, warte mal, da gehen wir hier drauf ein. Das sehe ich nämlich auch öfters mal. Macht keinen Unterschied, aber die viele machen so, was man ja auch öfters macht, aber in manchen Situationen lohnt es sich nicht, ne? Weil hier ist einfach, hier lohnt sich halt das mehr, ne? Manchmal ist das hier besser, kommt immer ganz auf den Raum an. Aber in dem Fall hier ist das hier schneller. So. Ganz wichtig. Aber man muss es ja korrekt machen. Jo, Flamesieger und Heckberdo. So, das immer, dass das sich hier umstellt. Hier geradeaus laufen, ne? Hier ist ein bisschen dumm. Hier ist ein bisschen Hitbox, ein bisschen seltsam. Aufpassen, dass man nicht hier ewig rumstuckt. Genauso wie mit diesen Ketten. Hier, wie man sieht hier. Haben die eine gewaltige Hitbox. Einslicen. Hier, wenn man hier rechts läuft und springt oder irgendwas, da trifft dich nie. Da muss man nie irgendwie slicen oder so. Wirklich nie. Weil ich oft sehe ich hier Leute, die kommen hier rein, dann machen sie irgendwie so, weil sie Angst haben, da trifft sie. Aber wenn man vernünftig läuft, kann da nie was passieren. Tja, bin gelaufen. So. So. Was ich auch. Und jetzt noch. Sylvan Castle ist viel über Movement. Diagonales Movement und vernünftig um die Ecken laufen und so weiter, weil ich sehe oft Leute, die machen dann sowas. Das ist halt super langsam, ne? Ich meine, man könnte theoretisch hier dran vorbeilaufen und schnell hier rein. Und dann gehen manche halt quasi ein ganzes Teil hier dran vorbei, runter und dann so rein. Und das ist halt, wenn man das über ganzen Dungeon betrachtet, Minute, halbe Minute, keine halbe Minute bestimmt. Deswegen hier Corner Cut, ne, ist ja natürlich blöd. Boah, Alter, jetzt will ich aber Stress, du kleiner Pisser. Leute, was ist denn das? Boah, so. Corner Cutten. Am besten ohne Bonken. Bonken, jo, Heiner. Hier kann man leider nicht perfekt durchlaufen. Diagonal. Also hier muss man. Also theoretisch könnte man hier auch so machen, aber. Das ist dann auch wieder, wie eben beim Zoll, langsamer, weil du so lange in der Luft bist quasi. Deswegen ist so hier schneller. Auch hier wieder nicht so laufen, weil man kann gleich hier sich line-upen. Quasi, man muss nicht perfekt hier so gleich hier line-up laufen, sondern man kann halt irgendwie auch so sein. Aber dann kann man sich, hat man auch mal zwei Möglichkeiten, sich hier zu line-upen, damit man so nah wie möglich an der Tür ist. Weil wie gesagt, ich sehe viele Leute, die kommen hier rein, laufen dann so rein. Das ist halt okay, aber langsam. Es tut ja nicht weh, sich hier, wenn man hier läuft, einfach nach oben kurz zu drücken, damit man lined up ist. Pisse im Arsch. Und by the way, Leute, ne, drittes Emote. Hoffentlich ist es mal bald verified, ne? Ich meine, das ist ja einfach mein Tier 3 Emote, aber nein, das auch eine Verification von 100 Jahren. Naja, gut. Machen wir hier weiter. Hier rein. Hier hochlaufen. Machen wir mal für die, die Safety gehen wollen. Geht man hier hin. Hier wäre eine Armor, ne? Idealerweise die Armor nicht jetzt equippen, sondern erst, wenn man die Stärke-Potion verwendet und den Key nimmt. Weil sonst hat man extra Menüs und bis zu dem Zeitpunkt sollte man es aushalten, ohne zu sterben, ne? Also da ist ja die Armor, kostet circa 20 Sekunden insgesamt mit Menü. Ist okay. Hier. Der Typ, der kann richtig viele RNG-Pattern, kann er dir geben. Er kann hier einfach so laufen. Das wäre fast ideal, er kann dich auch missen. Der Typ kann super hoch rollen. Der kann sogar kritten. Gucken wir mal, ob er es schafft. 21, 27, 1.
da, Crit. Das war gerade eine 27, aber als Crit 54, ne? Also da muss er echt aufpassen. Er kann bis irgendwie, weiß nicht, sehr, sehr, sehr hoch rollen. Also. Aber die Kohle braucht man. Im Endeffekt, ich slice den nie. Ich slice ihn nur. Gucken wir mal, ob ich irgendwie die RNG ein bisschen verändern kann. Testen. Nee, leider nicht. Aber manchmal läuft er von hier noch hier oben. Das ist wirklich ein Worst. Da will ich dann einfach, das ist dann, na, gucken wir mal. Kann man dann im Prinzip so machen. Dann kriegt man einen Buddy-Hit, aber. Ja, es ist manchmal, da muss man ein bisschen improvisieren. Aber es passiert selten, dass er von hier einfach nach oben läuft. Das wäre halt Worst RNG, weil man kann ihn nicht von hier nach links hauen. Man müsste ihn von links nach rechts hauen. Und das lohnt sich dann schon wieder nicht. Deswegen will ich einfach reinschleusen, öffnen und let's go. Aber im Idealfall gar kein Slice. Das hier ist immer noch schneller, als wenn man slice. So, dann hier wieder laufen. Rage, was? So, jetzt hier. Na, guck mal. Seht ihr was? Und? Ja, kann ziemlich weit laufen, ne? Das ist quasi ein Teil, was man halt einfach nicht sieht, ne? Also, da endet der Boden quasi. Soweit kann man halt noch laufen, bevor man dann effektiv runterfällt, ne? Vielleicht noch ein Pixel. Ach, ne. Aber, ne, deswegen nicht irgendwie hier so abspringen. Das klappt natürlich auch, aber es ist dann super tight. Wenn man weiß, dass man einfach ein bisschen weiter laufen kann, ist das überhaupt nicht mehr tight. Hier, Stärke-Potion. Was ich am Anfang gemacht habe, als ich angefangen habe mit dem Spiel, das war für mich einfacher. Hier sich kurz ausrichten und dann laufen. Aber mittlerweile, so ist halt am schnellsten, ne? Im Idealfall wäre sogar noch so das schnellste. Aber das dann, bist du mit dem Skelett und so, ach, lieber nicht machen. Hier relativ, ups. Relativ, früh kann man hier schon abspringen. Im Prinzip hier, wenn man hier in der Mitte ist, von diesen beiden blauen Dingern, fast. Kann man dann schon abspringen. Und hier wieder und ja. Wenn man hier reinkommt, yo Ray. Runterlaufen und sich hier einfach line-uppen. Weiter line-uppen bringt sich nichts hier. Also Moment. Hier zum Beispiel. Hier könnte man denken, oh, hier weiter nach nach rechts gehen noch. Nee, das geht nicht, weil die Hitbox vom hier von diesen Kerzen sind genauso fett wie die hier. Da sehe ich auch gerne Leute, die dann so machen und oh, scheiße. Daher einfach hier und hier großflächig dann vorbeilaufen, weil auch hier wieder, gleiche Hitbox. Einfach so ein gewaltiges Teil. Weil viele sind dann hier und dann, oh, und dann laufen sie hier so dann vorbei und oh, so eine Scheiße und ich bin noch gar nicht mehr dran und ja. Und hier genauso wieder. Ist ein bisschen dumm, der Raum, so. Im Prinzip hier, dann kann man sich hier mit denen line-upen und dann kann man hier nach oben laufen. So, und jetzt, hier gibt es zwei Varianten. Leider sind wir jetzt 21, sprich ich kann die No-Birds-Variante gar nicht richtig durchgehen. Aber die No-Birds-Variante wird sich von dieser hier nicht groß unterscheiden, weil wir Lightrod haben. Machen wir einfach die No-Birds-Variante mit Lightrod. Ups, mit Lightrod. Dann macht man Slide. Ja gut, das ist Bad RNG. Ja guck, das ändert sich wirklich gar nicht. Das ist zum Beispiel echt schlechte RNG. Jo, der Bausch. Das geht. Im Prinzip will man nach oben laufen. Dann läuft man hier rein, macht einen Slice Step. Slice, Slice. Slice, wenn du Glück hast und er nicht nach links läuft, triffst du den hier. Du kannst ihn auch töten. In No Birds. Und hier Step, Step. Falls er nicht stirbt oder falls du ihn nicht triffst, kann man so machen, also, oder zweimal runter, zweimal hoch, aber idealerweise runter, hoch, ne? Und hier, selbes Spiel auf der anderen Seite. Das ist halt ein wirklich bad RNG hier. Ah, guck, da ist er gestorben. Kann man dann nochmal probieren, und dann, weil wenn er wegläuft, das ist dann halt auch wirklich ätzend, da kann man ein bisschen auf sowas hoffen. So, und jetzt machen wir mal die No-Birds-Variante, die Any-Person-Variante. Ne? Da, wo man halt dann
Neofang nur hätte und keine Lightroot. Da ist es ein bisschen schwieriger, weil die brauchen drei Hits, drei Steps. Macht man. Das war jetzt nicht so optimal. Ich bin selbst ein bisschen rusty, was das angeht. Ich habe schon lange keinen Anyperson mehr gemacht. Machen wir einen Safe State. Da muss man ein bisschen abschätzen können, ob die sterben. Ja, aber auch bald. So ein bisschen abschätzen können, der würde sterben, der nicht. Und hier wird, man wird halt, in Anyperson wird man hier meistens getroffen. Kann man eigentlich echt kaum vermeiden, wenn man halt 40er rollt, ne? Weil man muss dreimal hauen, das ist dann echt ein bisschen. Ja. Getroffen werden ist nicht die Welt. Ist okay. So, jetzt lassen wir mal so weiter. Dann mit der Seele reden, annehmen. Nicht, dass wir sie die zweite Auswahl nehmen, sonst sagt man nein, ich nehme dich nicht mit. Auch hier wieder, Line-Upen. Hier kleiner Schwenker. Und auch wieder beim Zurücklaufen, ne? Nicht so machen. Nicht so machen. Sondern so. Die Corner cutten, ganz wichtig. Hier überall. Es macht nämlich einen gewaltigen Unterschied, ob man so hier durchläuft oder ob man hier so durchläuft, ne? So eng wie es geht. So, und Leute, ich muss ganz kurz mal Toilette. Ich habe eben, ich habe ein bisschen viel Kaffee getrunken, war nämlich Pipi machen. Be right back. So, Kinders. Papa ist wieder da. So, der Raum hier. Der hat auch natürlich zwei Varianten. Ist jetzt ein bisschen doof, weil ich halt Level 21 bin, aber wir müssen ja Anyperson und Nobirds abdecken. Und Nobirds dauert der Fight halt hier einfach schlicht und ergreifend länger. In Anyperson ist man Level 21. Hat zwar die schlechtere Waffe, aber das Level überwiegt hier in dem Fall. In Anyperson ist es, glaube ich, hier ein 4-Cycle. Wenn es gut läuft, 4-5-Cycle. Ups. Macht halt sehr viel Schaden. So, jetzt habt ihr die Damage Rolls hier gesehen. Nicht ganz aussagekräftig. Und in Nobirds, das wird es halt noch mehr machen, ne? Das ist halt, weil Lightroot stärker ist, ne? Ja, normalerweise hätte man bei Nobirds die Waffe, bei Anyperson die Waffe. Aber im Endeffekt einfach im guten Rhythmus slicen. Es leckt hier ein wenig, also aufpassen. Das ist so ein seltsamer Leck. Und nur Slices machen. Keine Slides, keine Spins, kein Step, nichts, ne? Slices. Hier wieder schön die Corner cutten, wie gut es geht. Kann man auch hier schön dran vorbeilaufen. Braucht man gar nicht slicen. Wenn es wirklich dumm läuft, man kann da sliden, wenn der relativ weit oben ist. Hier, oh. Gucken wir mal. Hier kann man sogar einfach so machen. Man braucht keinen Slice machen. Ich weiß, es ist jetzt eine Frame-Geschichte, ne? Es spart nur Frames, keinen Slice zu machen, aber da kann ich nicht treffen.
Wenn er von rechts, wenn er auf deiner Höhe ist und von rechts nach links läuft, oder ein bisschen über dir, dann muss dann einfach unten drunter vorbeilaufen. Aber man muss nie slicen. Hier in dem Raum braucht man nicht so machen, sondern wenn man reinläuft, hier, wie ich jetzt, kann man einfach links gedrückt halten, Y. Keine Änderung vom Movement nötig. Auch hier. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Hier. Auch hier, man kann. Das war schon einmal. Es reicht nur, dass man diese die Schiebanimation von Arc sieht. Dann hat man schon einmal. Weil ich sehe dann viele Leute, die dann ewig noch dran warten und so. Und so hat es geklappt, hat es nicht geklappt. Ich meine, klar, bevor man sich unsicher ist und ja, guck mal, wie schnell das gerade links war. Manch anderer, der brauchte eine Sekunde länger. Aber wie gesagt, bevor man sich unsicher ist, lieber safe machen, bevor man sich hier verhuddelt. Zweimal hier, einmal dort und dann hat man es. Ist immer der gleiche Code. 286 für die, die sich mal verhuddeln und nicht mehr wissen, oh, wo war ich? 286. Hier auch spezieller, oh, nehmen wir nochmal raus. Spezieller Raum hier. Dieses Skelett kann dich verfluchen, also sehr aufpassen. Versuch, guck mal. Ja, komm, verfluch mich doch. Hat scheinbar eine sehr geringe Chance. Aber er kann dich verfluchen. Jetzt verfluch mich doch mal. Deswegen muss man da aufpassen, aber es ist scheinbar eine sehr, sehr, sehr geringe Chance. Dass er dich verflucht. Okay. Aber ich wurde auf jeden Fall schon mal verflucht von dem. Die Sache ist die. Das macht. Da kriegt man keine Erfahrung. Gucken wir mal. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich mal den gleichen Roll bekommen. Ja. Wenn man 100 Schaden macht, kriegt man hier Erfahrung für den Typ. Wenn man drunter ist, nicht. Wenn man hier safe spielen möchte, muss man es auch gar nicht versuchen. Man kann einfach vorbeilaufen. Ist auch okay. Gut. So, und jetzt hier. Snowbirds muss links die Truhe öffnen, Any Person nicht. Any Person wird man so machen. Auch hier. Das Beste. Nicht nach oben gehen, nicht nach rechts schlagen oder nach links schlagen, also das bringt alles nichts, weil der kann dich richtig hart hitten. Hier, jetzt kriegt man 18 Schaden, das ist ein Body-Hit, ne? Weil man in ihn reinslice. Weil wenn man irgendwie das hier macht. Erstens ist es langsamer, ne? Und jetzt kann es sein, dass er dich für irgendwie bis zu 284 oder so krittet. Oder er hittet dich halt auch gar nicht. Ich meine, das ist aber dann super lucky. Das ist wirklich lucky, wenn das passiert. Und da war die 42. Das ist halt schon ziemlich lucky. Komm, jetzt verfluch mich doch mal. Er will nicht, ne? Deswegen einslicen und L gedrückt halten einfach. Aber es reicht halt nicht nach oben und slicen. Das geht nicht. Man muss ein Stück nach links. Sonst slice man an der Truhe vorbei. So, und jetzt so, hier Body Hit, voll okay. Öffnen und raus. Jo, Crowley, what's up? Hier die Spinnen. Ich mache immer so ein Pseudo-Slide hier, falls sie reinlaufen. Aber dass man sie tötet, ist eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Sehr, sehr gering. Da muss man schon einen Crit machen. Weil mit einem normalen Damage Roll kann man die nicht töten. Und die Strats, die ich jetzt hier zeigen werde, die sind alles Nobles, Any Person, alles gleiche. Man macht hier nichts anderes. Hier in dem Raum Step und dann nach rechts leiden. Wenn man unbedingt die XP haben möchte, kann man nach oben slicen. Lohnt sich aber nicht. Deswegen hier so und dann den hier machen. In Nobird stürmen die auf jeden Fall. Also der rechte. In Any Person stirbt vielleicht keiner. Wie gerade jetzt. Yo, me too, Krovic. German Tutorial, I'm sorry. I'm sorry, but you know enough about the game. Einfach hier reinkrabbeln.
But if you have questions, feel free to ask. Hier, jetzt kann man sich überlegen. Es macht halt. Ich mach's aus Massenmemory, weil ich es halt auch schon immer so mache und Nobux auch so mache. Nach den beiden Skeletten, wenn ich draußen bin, halte ich einfach Select während der Screen Transition und ich gehe Frame Perfect ins Menü und dann mache ich mein Menü-Stuff, was ich zu tun habe. In AnyPerson könnte man sich überlegen, hey, ich mach's hier, dann habe ich die Stärke Potion vor diesen beiden Skeletten. Optimization. Quasi theoretisch hätte man es auch schon eben machen können. Weil sobald man den Key hat halt, mehr oder minder. Aber die eine Stärke Potion ist jetzt nicht die Welt. Die wird jetzt nicht garantieren, oh, jetzt sterben die Skelette. So easy, jetzt hat man die XP. Die haben so ziemlich die gleiche Death-Chance wie ohne. Deswegen mache ich es halt einfach in beiden gleich. So, der eine ist gestorben, gut, der andere nicht. So, und jetzt kann ich hier, wie gesagt, jo, 7 Stitches, wenn ich hier rausgehe, einfach Select gedrückt halten. Sofort ins Menü. Jetzt bin ich natürlich im falschen Menü. Normalerweise wäre man hier. Da, hier. Das ist das normales Menü. This is a German tutorial, 7 Stitches, I'm sorry. Normales Menü, also so. Ups, links. Und dann hier. Und wenn man dann halt die Armor gepickt hat, nochmal da hingehen, Armor anziehen und dann raus im Prinzip. Aber im Normalfall links, I und dann hier und raus. Dann hier braucht man auch nur links gedrückt halten, nicht mal Y, nur links. Und man kann den Key buffern. Mit buffern meine ich, man kann hier rennen und einfach A gedrückt halten. Oder halt X, ne? Für die Leute, die es auf X haben. Ich habe das ja gewechselt, ne? Zur Erinnerung. Hier kann man einfach den Use-Button gedrückt halten, der wird die Tür sofort öffnen. Also, so von wegen, das Schloss ist offen. Man muss dann trotzdem noch L drücken. So, hier auch ein witziger Raum. Reset ich nochmal. Dann kann ich das auch nochmal zeigen. Einfach quasi. Ah, okay. Ach gut, jetzt das Schloss ist schon offen, ne? Also geht es nicht mehr mit dem Key. Werde ich es beim anderen zeigen. Wo ist mein Safe State? Oh, scheiße. Egal. Dann gehen wir halt nochmal da lang. Hier, das ist gut, dass die Situation auch kommt. Die ist nämlich auch relativ gefährlich. Wenn er zu weit oben ist, wie gerade jetzt, dann würde ich eher einen Slice durchmachen. Weil, wie gesagt, die Chance, den zu töten, ist nicht sehr hoch. Auch wenn es gerade passiert ist, aber sie ist nicht sehr hoch. Jo, Patello. So, machen wir nochmal. hier dann einfach L gedrückt halten. Und parallel noch mashen, weil noch eine Textbox kommt. So. Einfach runter. Ja, das hier. So. Gewohnte Menü, aber ich habe halt mein Safe State habe ich halt über Start R, ne? Und wenn man Start drückt und R drückt, dann ändert sich das. So, jetzt hier halt wieder Menü. Ah, ich bin ja wieder in einem. Ne, aber merkt euch, normalerweise wäre man auf der Hundeflöte. Gut, dass ich den Key da noch nicht hatte. Machen wir nochmal hier die Strat zum Zeigen. Ein bisschen nach links, nach oben slicen. Key, Body Hit. Ice Pick. Body Hit ist immer sehr niedrig, immer diese 15 oder so. Kann auch noch niedriger sein teilweise. Oder vielleicht auch 20. Ist alles nicht so wild. Der andere hat halt wirklich die Chance, dass man einen sehr hohen Damage Roll kriegt. Und das ist halt nicht gut. Selbst wenn du Full Life bist, oder fast Full Life, sagen wir mal, wo du irgendwo getroffen hast, 170 AP, ne? Auf einmal gibt er dir 84er Crit, ne? Und dann besteht schon die Gefahr, dass du bei Mary sterben kannst. Also One Hit. Und mit dem Body Hit kann es halt nie passieren. So, das mache ich dann hier gleich. Nochmal. Ändern wir erstmal hier kurz das Menü. Nur damit es authentisch ist, ne? Und nicht irgendwie so ein Waffenmenü. Eine Fake-Scheiße. So. Select halten. Links drücken. Nochmal links hier. Und dann raus.
hier nur links gedrückt halten. Muss noch nicht viel machen. Nach oben A gedrückt halten und dann, sobald die Textbox kam, zweimal L. Und jetzt der Raum hier. Das ist, da sehe ich viele Rumsleisen und Angst und die treffen dich nie, wenn man immer richtig läuft. Nie. Die können dich in 0 von 100 Fällen können sie dich treffen, wenn du richtig läufst. Das sei gesagt. Sprich, machen wir mal, setzen wir hier, das ist dann besser. Im Flow. Um links halten, gleich turnen. Hier auch. Auch hier. Die können einen nie treffen. Nie. Das ist wichtig. Das ist einfach nur, weil ich sehe viele Leute irgendwie so, oh, hier den so wegmachen und oh, der nervt auch und oh, der vielleicht auch noch, aber nee, das ist alles Zeitverschwendung. Hoch links, dann gleich den Winkel ändern. Genauso. Und dann hier. Genauso hier diese Spinne, die kann ein bisschen nerven, aber die kann ich nie treffen. Wenn man Glück hat, ist das Skelett hier auf der Höhe. Kann man mit dem Slider hier ihn noch treffen und vielleicht töten, aber für keine Gegner gehen. Lohnt sich nicht. Und hier, man kann es so machen, hier das ändern, aber ich laufe dann gerne einfach noch so die Gerade ein bisschen weiter. Dass ich einen flüssigen Übergang in die Tür habe. So, hier die legendäre Szene mit Fluffy. Aber es geht Patendo. Bisschen Käffchen hier trinken. So, und ich meine, da es ein Tutorial ist und es potenziell auch Leute sein können, die das gucken, die das schon noch nie gerannt haben, sage ich mal nicht, man muss hier mit dem Ding so quatschen. Ne? Ich meine, Casual will ja das Spiel so von wegen, man soll hier runtergehen. Aber runterfallen lassen. An die Rangen gehen. B. Im Prinzip, sobald man diese Animation sieht, dass Arc sich dranhangeln möchte, einfach B gedrückt halten. Und dann macht man es auch Frame Perfect. Gilt generell für alle Ranken. Sobald man diese Animation sieht, wo er so das Bein so drunter macht, hier das rechte. Ja. Ach, kann man. Ah, kann man gar. Da kann man gar kein. Geht nicht, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Kann man sofort B gedrückt halten, mashen und dann kann man hier ein bisschen Faxen machen. Und hier habe ich jetzt eine Sound Cue. So nach dem zweiten hier, das beginnt ja so mit Trommelwirbel so, nicht Trommelwirbel, also mit Trommelschlägen, ne? Und nach dem zweiten Trommelschlag drücke ich noch, werde ich nach oben mashen, mash ich nach oben und mash den Button. Item Use Button. Muss man gerade gucken, für mich selber. Ob man auch buffern kann, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Eins, zwei. Ne, da kann man nämlich nicht buffern, das habe ich mir nämlich gedacht. Deswegen nach dem zweiten Trommelschlag nach oben mashen. Oder nach oben kann man halten, aber halt den Use Button mashen. Und dann halt wieder L. Hier, die Gegner lohnen sich nicht. Hier, mit dem Tipp wollte ich eigentlich auch mal ein bisschen was testen, aber im Prinzip kann man da. Oh, nice. Also in Any Person kann man hier ein 3, sogar ein 2-Cycle haben, weil man bis zu 100 kritten kann. Aber in No Birds hat man da wahrscheinlich 4, 5, vielleicht auch 6-Cycle. Das ist natürlich. Ja. Da wollte ich mal ein bisschen was testen mit. Genau. Sowas. Das wäre halt ideal, ne? Aber das ist halt wieder irgendwie abhängig. Da muss man sofort sehen, wie er läuft. Wenn er halt gleich nach oben läuft, kann man das so machen, ne? Das ist halt nochmal schneller. Aber in, ich sag jetzt mal, 19 von 20 Fällen macht man einfach so. Ups, ne. So. Und der ist ein bisschen spezieller Natur. Da kann man nicht durchslicen, weil er blockt immer den Angriff. Muss man kurz warten. So, hier gibt's eigentlich nicht viel zu tun. Sagen, außer ich laufe hier und leine mich mit dem Ding hier an. Ab mit der Linie. Passt dann immer. Für die Skelette, die werden dich nie nerven. Die werden nie nerven, wenn man hier an der rechten Seite läuft. Kann man immer Slider machen, immer dran vorbei. Jetzt hier mit L buffern und dann kann man
schnelles Menü. Box anwählen. Raus. Und dann Item Use. Und dann kann man rechts oder links machen. Ich mache immer links. Also, ich mache immer. So, das kann man ganz schnell machen. Ups. Aber wichtig ist Box anwählen. Ich sehe viele, die in die Bibliothek gehen und dann da auf den Bone Pin und langsam. Weil, langsam. Weil man braucht denn die Box gleich nochmal. Oh je, so wie ich sehe hier, 30 Minuten schon für Sylvan Castle fast. Ich glaube nicht, dass wir heute fertig werden, Leute. Aber dann haben wir mehr Spielspaß nächste Woche fürs Tutorial. Spaß aufgeteilt. So. Hier gibt es jetzt auch wieder mehrere Varianten. Das hier ist langsam, ne? Man will diese Fallanimation nicht haben. Aber ich weiß nicht, manche sehe ich halt, die laufen auch dann einfach hier durch, ne? Aber im Prinzip ist das hier am besten. Weil man sofort sich gut line-upen kann. Also hier, so wie man springen möchte. Hier hat man halt weniger Spielfläche einfach, weil man hier einen viel kleineren Winkel hat. Oder wie man hier verpackt, ne? Deswegen hier. Aber wenn jemand mit dem Jump nicht sicher ist und sagt, ja, ich mach's so, ist es auch okay. Das ist jetzt keine 5 Sekunden Timeless. Das sind jetzt ein paar Frames, wo man da verliert. Eine halbe Sekunde maximal. Hier ist ein Big Bulb. Für Leute, die sich unsicher sind mit Bloody Mary, die viel Damage gefressen haben, die keine Armor haben, die... keine Ahnung. Hier, große Bulb. Nehme ich jetzt nicht mit. Und hier ist dann das, was man haben möchte. Hier wieder einen diagonalen Jump. Und wichtig bei diesen Jumps ist wirklich, dass man beim Absprung schon diagonal hält. Wenn man springt, nach links springt und in der Luft nach oben drückt, das geht nicht. Das nimmt das Spiel nicht mehr an. Man muss hier schon quasi so laufen, also so springen, dass man diagonal schon springt. Deswegen line ich mich hier gerne immer ab und dann kann ich schon einfach quasi links und dann oben noch zusätzlich drücken und dann geht's immer. Hier diagonal zeitgleich drücken klappt nicht, dann macht er oft den da. Deswegen gucke ich, dass ich mich hier line up und sobald ich hier bin und weiterhin links gedrückt halte, drücke ich noch zusätzlich hoch und dann klappt es immer. Außer man ist macht sowas. Und dann gibt es halt hier auch die Variante hier lang, das mache ich zum Beispiel, ich gehe hier dann immer lang. Und man kann auch theoretisch dann so, aber das ist langsamer in dem Fall, weil du dann den Sprung komplett ausnutzen musst. Deswegen ist das hier auch für mich gefühlsmäßig viel einfacher. Schneller und einfacher. So, und jetzt hier. Man kann er hier auch in die Cutscene reinslicen. Ist aber relativ tight, weil der Trigger relativ weit oben ist. Da kann man dann einfach dran, unten drunter dran vorbei oder gegen Geländer slicen und so. Lauft einfach rein. Das macht keinen Unterschied wirklich. Das macht wirklich keinen Unterschied. Und hier kann man immer gemütlich L. Und man sieht, wenn man nichts drückt, geht es auch nicht weiter. Deswegen einmal L. Nochmal L hier. Und das war's dann. Und aufpassen, hier gleich. Shoutouts zu Struggleton 2018. Das ist mir nämlich passiert. Ich hab's gerade nicht gemerkt gehabt da. Hier, warum auch immer, man kann hier pausieren. Also, nicht mit dem Controller rumspielen oder sowas, sondern auf einmal achtet man irgendwie auf den Chat oder guckt gerade aufs Handy, auf die Uhr und hat das irgendwie rumgedrückt und dann merkt man, oh fuck, geht gar nicht weiter. Genauso hier. Schau mal hier. Flashlight. Ne, machen wir weiter. Jo, Dreck zu und Lyra. Boom. Jetzt, was würde der Bemo sagen? Geometrie, ne? Ein Kreis fällt in den Boden rein. Kreisförmiges Teil fällt
auf dem Boden. Was kommt bei raus, Leute? Ein Dreieck vielleicht? Nee. Ein Viereck. So, auch hier. Hier habe ich auch schon die wildesten Tests gemacht. Um zu schauen, was schneller ist. Ob man irgendwas machen kann. Ob man das beschleunigen kann. Aber man muss einfach abwarten. Wenn man ins Menü gehen würde, um Textbox zu canceln hier. So zum Beispiel. Es dauert genauso lang. Ich habe es getimed. Du verlierst eher Zeit, weil durch das extra Menü. So, machen wir wieder den Dinger. Einfach abwarten. Es ist immer die hinter dir. Wenn ich jetzt mal ein Safe State. Wenn ich die jetzt schlag, dann fällt die bei mich her. Genauso die hier. Genauso die hier. Immer die, die hinter mir ist. Im Moment, wo sie stehen bleiben. Also die hier. Im Prinzip, sobald es aufhört, nach oben slicen. Man leint sich halt hier mit Columbo ab, weil nach dem dritten Mal will man gleich mit ihm quatschen. Schau dir so einen Zocker zu, der hier in dieser legendären Szene gestorben ist. So. Jetzt kommt das dritte Mal und dann kann man nach dem Slice L gedrückt halten und halt gegenmashen noch, ne? Mit Attack. Oh, was mache ich denn da? So. Oh, nee, jetzt habe ich auch den. Ich wollte ein Safe State. Ach, whatever. Was hat denn da wieder geschrieben? Und wer hat gewonnen? Da jemand eingepennt beim Weekly. So, nochmal die ganze Geschichte von vorher. Von vorne. Wichtig ist, seid da nicht gierig, weil, seid euch ganz sicher, sie sind zum Stillstand gekommen. Wenn man nämlich zu früh slice, dann ist man ja in dem Moment, wo sie stillstehen, guckt man ja nach oben, dann wär's die unten und dann fallen die über dich her und dann hat man einen riesen Time Loss. Deswegen lieber ein paar Frames länger warten. Und wenn man jetzt den dritten Slice gemacht hat, L gedrückt halten und das. Und hier, wichtig, mashen, ne? Man kann ja in vielen Hinsichten im Spiel kann man ja buffern. Select buffern oder was weiß ich buffern, L, Item buffer, keine Ahnung. Hier muss man aber, ist einer der Ausnahmen, hier muss man mashen, hier kann man keinen Select buffern. Wichtig, nicht, dass ihr denkt, oh ja, man kann buffern, halte fest und dann auf einmal, was, geht nichts mehr, oh scheiße. Wer sich heilen möchte, da ist eine Knolle in Sylvain Castle hätte man holen können, oder die hier ist noch vom Ra-Tree, kostet auch so gut wie nichts. Empfehlenswert für den Anfang. So, und wenn man hier rauskommt, nach unten rennen, kurz. Und dann gehen ist gefährlich, da können sie dich treffen. Hier dann auch wieder hauen und dann wegmashen. Zack, Split. So, jetzt kommt der Angstgegner der Kindheit, ne? Bloody Mary. Eigentlich ein ganz simpler Boss, der ist wirklich nicht so schwer. Hier die Spikes, die tun nichts. Hier gibt es auch mehrere Setups für, wenn man hier anfangen kann. Ich sehe, dass manche sich hier line-upen und dann sind sie hier perfekt lined up, ne? Ich habe mir das einfach so angewohnt, dass ich einfach so schon ein bisschen früher anfange und dann bin ich im Flow drin. So wie jetzt. Wichtig ist, während hier die Kugeln kommen, entsteht zusätzlicher Lag, ne? Da muss man wirklich aufpassen. Der Lag ist massiv hier am Anfang. Guck mal, man sieht schon, wie arg auf einmal so hakt, ne? Also wer sich da nicht sicher ist, der wartet einfach hier, bis es vorbei ist. Und dann kann man hier. So. Das ist jetzt gut, dass es kommt. Freut mich. Das ist nämlich Triangle. Yo, JMD Speedrun. Thank you so much for the follow. Vielen Dank für den Follow. Triangle. Hier ungefähr muss man eine knappe Umdrehung. Es ist nicht schlimm, wenn man ein bisschen länger wartet. Es sei denn, man wartet viel zu lange, weil dann trifft sie dich. Aber ungefähr eine Umdrehung warten. Und dann kann man das unterbrechen, weil normalerweise das sind ungefähr 10 Sekunden, glaube ich, die man verliert, wenn man einfach so wegrennt. Weil man sich denkt, oh ne, ich habe Angst. Für weh. Je nachdem, wie weit die dann weg ist vom Ursprungsort, ist es sehr viel Zeit. Daher
Die hat drei Pattern, Bloody Mary. Okay, fangen wir mal von neu an. Wie viel AP hat die? 396 oder sowas? Ich weiß es nicht genau auswendig. Aber es ist so eine krumme Zahl, knapp unter 400. Knapp unter 400 AP, hat drei Moves, was sie machen kann. Man greift sie nur mit Slices an. Kein Spin, kein Step, kein Slider, nichts. Nur Slices. Man will die I-Frames von Arc ausnutzen. Weil, man macht nur zwischen 2 bis 4 Schaden. Außer man crittet, dann geht's ein bisschen höher. Quasi der doppelte Schaden. Vom Minimumschaden, also 2 bis 4. Und sie, wenn man keine Armor hat, kann die bis zu über 90 Schaden machen. Gucken wir mal. 50, ah, warte mal. Habe ich die Liefer... Boah. Sehr gutes Menü. Gucken wir mal, was für eine Armor habe ich an. Keine, okay, gut. Testen wir mal. Bitte. Gib mir was anderes. Ah. Wir sind Level 21. Das ist auch noch ein Unterschied. In Nobles ist man hier 20. Dann macht sie bis zu 90 Damage. Level 21, bisschen weniger. Also, any person route ist bisschen safer. Ich krieg nur die gleichen Damage Rolls. Das ist der höchste Damage Roll auf any person. 82. Und in Nobirds ist es irgendwie 93 oder sowas. Also hier drei Attacken. Sich wegteleportieren. Das ist ein Cycle zwischen 4 bis 6 Teleportern. Kommt drauf an, wie lange die gezogen, also wie schnell man den hinterher rennt. Wie schnell man sie trifft. Wenn sie halt direkt neben dir spawnen andauernd, haut man sie immer wieder, dann werden das ziemlich viele TPs auf. Wenn sie halt oben links spawnen, dann einmal unten rechts, dann haut er sie an, dann wieder oben links. Dann werden das nur 4. Wahrscheinlich nur 4 TPs. Und man sieht, wann sie sich entscheidet, was zu machen, da macht sie kurz nichts. Dann steht sie einfach kurz da, so gefühlt 2 Sekunden. Und dann entscheidet sie sich, was sie macht. Das sieht man auch ganz deutlich immer am Ende von dem Cycle. Im Prinzip Triangle, was man gleich sehen wird. TP und Maske. Maske ist das Beste. Wenn sie dir 4 Masken am Stück gibt, ist sie tot. Wenn du perfekt Triple Hits machst. Mit viel Luck sogar mit 3 Masken. Triangle ist das... Naja, man kann es sehen, wie man möchte. Im Prinzip ist Triangle das zweitbeste. Aber das ist halt RNG-abhängig. Wenn die TPs gut gespielt sind und nah beieinander sind, ist TP auf jeden Fall besser als Triangle Pattern. Weil Triangle Pattern, da kannst du ein Triple Hit machen, da musst du warten, ein Triple Hit warten und ne, das kann halt sich ewig ziehen. So, jetzt so. Müsste sie mir einen Triangle geben. Kurz hier warten, jetzt habe ich lange gewartet und dann kann man, dann unterbricht sie den sofort. Und hier, man muss auch keine Angst haben, wenn man hier im Slice ist. Und das ist jetzt das Pattern, was man möchte. Man ist in I-Frames beim Slice, ne? Daher braucht man da gar keine Angst haben, großartig. Man kann da sogar noch ein Stück laufen, ohne dass sich die Dinger treffen. Guck mal hier. Ich stand eigentlich in den Dingern drin und bin noch nach oben gelaufen und es ist nichts passiert. Hier wieder. Ich laufe quasi durch, ne? Da braucht man keine Angst haben, oh, ich werde getroffen oder... Ich meine, klar, wenn man jetzt One-Hit ist, kann man springen oder ein bisschen safer spielen, aber es passiert halt nichts. Und jetzt kommt hier das Pattern, was man haben möchte. Es sind halt immer im Idealfall Triple-Hits. Hier kommt es dann immer drauf an, ob man kurze oder lange Slices macht. Ne? Man muss einen guten Rhythmus finden. Mit quasi nur kurzen Slices können man sie in 3 Masken töten, aber das ist extremst tight und extremst nervig und sehr gefährlich und das macht keiner. Der Taz macht das wahrscheinlich. Na komm, aber das will ich jetzt nicht sehen. Ich will jetzt sehen, dass du hier auch mal TPs. Eidle ich mal kurz, jetzt müsste dann TP und dann gleich Maske kommen. Oder ich weiß nicht, ich glaube das Advanced nur um 1 die RNG. Ja, guck mal, jetzt kommt sogar gar kein Triangle, ne? Komm, dann töte ich sie halt. Eigentlich wollte ich noch gerne TP sehen. Vielleicht kommt der jetzt gleich.
Das ist Tippi. Sehr gut. Sie hört mich. Er hört mich. So, und jetzt ist halt entscheidend, wo sie tippet. Oben links ist blöd. Wenn sie gleich dann... wenn sie immer nah bei dir spawnt, ist super gut. Dann ist es besser als Triangle. Wie gesagt, aber wenn sie jetzt von oben dann runter rechts zur Spike geht, dann oben links zur Spike, dann unten rechts zur Spike, dann ganz links. Und das ist dann richtig schlecht. Aber im Prinzip hier mit... Man kann schon viel mit Execution wettmachen. Wenn man die TPs gut spielt. Wie viel Hits ich jetzt hier gegeben habe, ne? Jetzt habe ich ein bisschen zu früh aufgehört. Aber im Prinzip, das sind halt die Pattern von Mary. Man muss einfach den Slice mastern, ne? Also einfach richtig lernen, vernünftig zu slicen. Und dann ist der Boss wirklich ein Witz. Man kann immer noch sterben. Also... Das sei gesagt, sie hat einen sehr hohen Damage-Output und das ist ein langer, kann unter Umständen ein langer Fight sein. Wenn sie dir halt nur TP und Triangle und so gibt, dann... Man hat jetzt nicht unbedingt sehr viel zum Heilen da, ne? Hier, sofort L gedrückt halten. Ich habe jetzt die Textbox sofort gecancelt, eigentlich kommt da Bloody Mary defeated oder so hier. Bezwungen, was weiß ich. Das hat man jetzt gar nicht gesehen, weil ich einfach L schon gedrückt hielt. Und ja. So, jetzt hier. Der Grund, warum ich vorhin die Box angewählt habe. Man redet nicht mit Columbo. Das kostet ungefähr 1,5 Minuten. Raus hier. Sofort Bone Pin. Und tschüss. Weil wenn man dem redet, dann bedankt er sich. Oh, ich wurde ewig lang gequält und bla und... dies und jenes und redet und dann wacht man hier drin auf. Also er. Dort. Einfach im Kerker verrecken lassen. Fun Fact von Matchrock. In Matchrock redet man natürlich nicht mit Columbus. Da macht man auch Bone Pin, ne? Macht man auch Bone Pin und wacht. Geht dann kurz hier rein für Matchrock in den Raum und dann wird jetzt die Cutscene getriggert, ne? So, als hätte man ihn befreit. Na, hat man ja gar nicht. Man hat ihn im Kerker eigentlich verrecken lassen. Kann mich jetzt hier nicht bewegen. Fun Fact ist, obwohl ich das gemacht habe, wenn ich jetzt... Komm, das mache ich jetzt mal just for fun. Obwohl, das geht jetzt eigentlich jetzt nicht mehr so, weil das geht in Matchrock, geht das ganz gut. Bei Matchrock hat man zu dem Zeitpunkt, hat man dann später die Stadt entwickelt. Da findet schon selber aus. Man hat die Stadt entwickelt. Hat die Cutscene schon getriggert, aber man hat ja nicht mit dem hier geredet. Wenn man dann mit ihm redet, dann wacht man wieder im Haus auf. Und die Stadt ist unentwickelt. So, komm, jetzt machen wir mal just for fun. Obwohl. Oh, scheiße. Na gut, jetzt machen wir das. Das ist witziger als Matchrock. Weil man hat quasi die Stadt entwickelt schon. So, soweit es geht. Sie ist schon groß und so. Geht aber in Sylvan Castle rein, redet mit dem Typ. Wacht wieder in dem alten Haus aus, in der alten Stadt, ne? Geht raus, rein und die Stadt ist wieder entwickelt. Also, da weiß das Spiel nicht genau, was soll man machen? Und ich kürze nochmal hier mit der vollen Fighten. Weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Und auch hier, gut, dass ich nochmal hier drin bin, aufpassen. Hier könnte man außerdem Bone Pin, ne? Hat man auch schon gesehen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der hat gesliced, der hat nur Massen bekommen, ist irgendwie hier drauf gekommen, zack, und mitten im Fight gebonepinnt. Das ist natürlich dann auch tragisch, wenn sowas passiert. Hat man hier keine Bossmusik, auch sehr schön. Man hört nur, wie sie verprügelt wird. Die wird richtig zusammengeschlagen, die Olle. Muss man auf jeden Fall gut üben. Und da, oh Gott, das habe ich hier. So, jetzt lasse ich mal kurz los. Also jetzt habe ich kein L gedrückt gehabt. Das ist hier Bloody Mary defeated. Aber wenn man sobald Bloody Mary tot ist, L gedrückt hält, dann sieht man diese Textbox gar nicht. Yo, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, aber Viking, vielen Dank für den Sub. Vielen Dank. Freut mich. Danke, danke. Verewigt im Terranigma-Tutorial.
Ja, ewig, für immer. Sieht man, dass du mir mal gesagt hast. So, auf jeden Fall. Back to Story. Jetzt habe ich viel Quatsch hier gemacht. Wenn wir hier. Müssen wir hier rein. Pennen. Gute Nacht. Kommt Feider. Sagt, hey, pass auf das Mädel auf. Wenn ich sie dir anvertrauen. Und so weiter. Ich weiß, dass das an der IC2-Sness liegt. Das passiert bei. Das liegt an dem Programm mit dem Safe State to IC2-Sness. Wie heißt das Programm genommen? Safe State to IC2-Sness. Und das ist dann. Fehler, wenn man halt bei vielen Spielen wie bei Evermore und Illusion of Gaia kackt das Spiel einfach ab. Das Softlockt dann. Wenn der Sound irgendwie komisch ist, du gehst in die nächste Screen Transition und das Bild bleibt einfach schwarz, weil das Spiel das dann nicht verarbeiten kann. Aber ja. So. Da hier hinlaufen, L gedrückt halten, saven und zack. Resetten. Beim Emulator müsste man dann irgendwie. Hat man sich einen Hotkey gebindet und drückt dann auf Reset. Wichtig ist auch noch, das will ich jetzt auch noch erwähnen. Saven. Ich sehe viele. Ja, kann hier auch ein Save-Set machen, oder? Ja, sehr schön. Lass sie so machen. Oh, Ton, jetzt kann ich resetten. Muss man nicht machen. Muss man nicht machen. Es langt vollkommen. Moment. Nehmen wir mal als Beispiel. Jetzt ist 301. Jetzt warten wir ein bisschen länger, okay? Dass 302 stehen wird. Ja, eine Bro, eine Institutions Bro lohnt sich halt noch nicht zu holen. Ich hätte sie gern, aber lohnt sich halt irgendwie nicht. Hat noch zu wenig Benefits. So, ich hoffe, es reicht. Und dann, im Prinzip kann man, sobald die Schrift erscheint, kann man resetten. Jetzt war es leider wieder 301. Aber. Gut, warten wir ein bisschen länger. Warten wir mal ein bisschen länger. Hui, hui, hui. Gucken wir einfach mal hier auf den Timer bei 39 oder so. Nur um sicher zu gehen, dass es auch wirklich stimmt, ne? Weil ich kann euch jetzt sagen, ja, reicht, ne? Dann beim nächsten Attempt macht ihr das auch und dann. Oh, kein Safe State. Ja, gut, der Run ist tot. Danke, Papa. Danke, Tutorial. Hast mir missverzählt. Daher warten wir kurz gerade mal. Kann die Institutions Pro noch was anderes? Ich weiß es nicht. Der Bamboo meinte, es sind Kleinigkeiten. Wirklich Kleinigkeiten. Und es hat andere Gründe, warum die Institutions Pro erstellt worden ist. Und irgendwie Hardware-Gründe. Japan, ja. Und daher lohnt es sich leider nicht, ne? Und ich kenne mich. Ich habe sowas gerne, ne? Sprich, sowas gerne. Und ich werde es mir wahrscheinlich kaufen. Da müssen wir eh kurz warten. Dass ja auch die 302 oder 303 da ist. Mal schauen. Okay, das soll jetzt reichen. Oh, so. Jetzt. Schrift ist da und man kann sofort resetten. 303. Man muss nicht auf den Ton warten, nix. Das ist ein gutes 303. Das ist jetzt hier übrigens ein Setup, also. Manip, ne? Hier für die Ghost Manip. Ich sehe auch viele Leute, die Ghost Manip verhauen. Das ist wirklich. Ghost Manip ist mit Abstand das leichteste von allen. Man muss im Prinzip nur schnell rausrennen aus der Stadt. Hier, schau mal. Und, hier, dieser NPC hier, der wird immer nach oben laufen. Immer. Wenn du saves und dann resettest. Immer. Wird immer quasi hier hochlaufen, stoppen, hochlaufen. Ne?
Und in dem, da musst du die Stadt verlassen haben. Wenn du irgendwie hier aus dem Haus rumrennst und irgendwie so, na, du kommst hier raus so und dann so irgendwie machst und dann ist vorbei. Da kannst du eigentlich resetten. Die Ghost Money bis am Arsch. Nochmal. Man muss schnell sein. Einfach, man muss sich einfach merken, wenn man aus dem Haus rauskommt, runter links halten. Nicht nur straight runter. Und dann an der hier mit dem Bett line upen, runterhalten, runter links, dann mit dem Haus line upen, so, dann runter links und ups, ah, das ist zum Beispiel auch, jetzt war ich ein bisschen schnell, Money beim Arsch, reset. Wenn man rauskommt, runter links, so, runter links, runter. Aber, machen wir jetzt nochmal. Ist nicht lohn. Ja, mich auch nicht. Will ich auch nicht holen. Dann müsste es schon mehr Features geben. So. Auf jeden Fall mit dem Bedline upen. Hier. Runter. Baut oft wieder hoch. Und jetzt quasi kann man auch zwei Teils runter und dann nach links. Hier beim Hafen. Man soll schnell sein, ne? Man soll jetzt keine halbe Stunde hier weg rumlaufen. Das ist nicht gut. Aber einigermaßen schnell sein. Nichts verändert hier die RNG. Zweimal reden. Wenn dann die dritte Textbox kommt, kann man einfach nur schon runtergedrückt halten. Man muss nur zweimal wegdrücken. Quasi mit dem Captain reden, Fire reden, nochmal mit Pfeile reden und dann runtergedrückt halten. Hier jetzt einmal mit der reden, rechts und L gedrückt halten. Nach den Punkten kann man auch einfach nach oben und rechts dann halten. Dann pennen gehen. Rechts hier im Raum, da sieht man hier so, ne, eine Tür, ist eine Big Bulb. Kann man sich holen, aber nach der Ghost Money. Wichtig, nach der Ghost Money. So, jetzt einfach hier hinlaufen. Gibt noch so eine Fast Money, die spart, keine Ahnung, 10 Frames oder so, aber lasst einfach den Scheiß. Hier ist das obere Geist. Man kann auch beide töten, ist egal. Einfach, ich stelle mich einfach immer wieder für Consistency einfach immer hier hin. Und dann, ich spawn dann immer gleich. Beim ersten Mal gehe ich hier nach oben, so. Beim zweiten Mal gehe ich bis nach rechts und schlag. Und beim rechten Mal kann ich einfach nur rechts halten und schlagen, ne? Ist ganz, ganz einfach, die Ghost Money. Und ist egal, wenn man mehrere tötet. Es ist nur wichtig, dass man nicht getroffen wird und dass sie nicht abhauen. Dann ist alles egal. Ob du dann alle vier Geister tötest da, ist scheißegal. Hauptsache, man tötet den richtigen. Und im ersten Cycle spawnen hier gleich zwei, das ist der obere. Und dann zweimal rechts und das war's. Und wenn man nämlich die Ghost Money verkackt, kann es ein gewaltiger Timeless werden. Jetzt hier mit der Eulen quatschen. Immer die obere Auswahl. Und gleich, wenn sie dann der Text langsamer wird bei ihr. Jetzt, jetzt kann man einfach rechts gedrückt halten und Y. Weil da brauchen wir dann nicht wieder bestätigen mit L oder mit irgendwas. Einfach mit Movement kann man es canceln. Dann kann man hier theoretisch die Ball holen, wenn man möchte. Und wieder pennen. Ist nur einer, ja. Dann sind wir nur einer. Einer ist echt und der Rest ist fake. Wenn man die Fakes tötet, ist halt egal. Kann man, aber. Ich empfehle euch allgemein im Speedrunning, jetzt nicht nur bei der Ghost Money, einfach immer alles gleich zu machen. So wie es immer dasselbe machen. Das ist ultra wichtig für einen Speedrun, dass man immer das gleiche macht. Und nicht heute so, morgen so, übermorgen so. Dann kann man sich nie auf irgendwas einstellen oder man hat nie was man practicen kann, weil man es ja immer anders macht. Ne? Man macht ja immer irgendwas anders. Und das ist halt nicht gut für einen Speedrun. Man soll einfach eine Routine reinkriegen in das, was man halt immer tut. So, und jetzt da hier, wenn Fluffy redet, kann man dann auch schon hier rechts runter gedrückt halten und rennen. Und hier, das ist ein komischer Trigger. Hier kann man auch ein bisschen hier rumstacken und so, ne? Aber im Prinzip einfach so an dem Ding natschen hier. Hier rechts natschen an dem Ding hier. Man ist fein. Immer.
Man muss die zwei töten. Nee, aber die töten, also man tötet die automatisch. So, jetzt hier hoch und rechts halten. Und hochhalten. Hier gehe ich immer ein bisschen nach rechts wegen dem NPC. Und dann. Boah, nein. Okay, nimm mal raus. Das macht nichts, aber soll so natürlich nicht passieren. Hier ein bisschen rechts halten, wegen dem NPC, wenn der halt blockt. Dann halt mit dem quatschen. Wenn er sich bewegt, ist jetzt kein RNG-Problem oder sowas, aber kostet halt Zeit. Du bist jetzt auch kein Hexenwerk, diese Mann. Ja, ja, aber ich sehe halt immer wieder, dass Leute sich failen, wo ich mir denke, Dragoon Kasemann, gut, kann man failen. Dagaia Mann, kann man natürlich failen. Aber Ghost Mann, die ist wirklich super, super, super einfach und die sollte man wirklich nie failen, weil das ist wirklich ein doofer Timeloss, der sehr, sehr groß ausfallen kann. Und, dafür ist sie viel zu einfach. Das ist wie wenn man sagt, ja, lauf hier, lauf einfach, drück nur nach oben. Und dann drückst du irgendwie nach oben und rechts aus Versehen. So, jetzt hier mit ihm reden. Ah. Und jetzt darf er was sagen. Sagst du noch was? Er noch was? Und dann kann man dann oben rechts halten. Muss man auch nicht wieder bestätigen, weil wenn man da unkontrolliert weitermischt, kann sein, dass man nochmal mit ihm redet. Also, dass man hier unterbricht. Von seinem hier also nach oben laufen. Dann geht man hier rein, damit man halt nicht warten muss. Normalerweise, regulär will das Spiel, dass man mit ihm redet. Dann läuft er ganz langsam so hoch, öffnet die Tür, geht rein und dann kann man erst rein. Aber wenn man hier reingeht, rausgeht, dann kann man sofort hier rein. So, jetzt treffen wir hier Angie, Wolfie und Harry. Und Anita versteckt sich bei Will. Harry ist besorgt um Anita und will gucken, wo sie ist, ne? Kann ich mit den Kindern machen, was ich will. Zack. Ne, okay. So. Hier runterlaufen. Man kann sich hier relativ früh line-upen. Hier line-upen. Und let's go. Dann hier. Meine Cue ist immer hier dieses Teil. Da, wo es eins gerade ist, quasi. Und dann da kannst du dann hochlaufen. So. Gummi Forest. Ist auf jeden Fall. Yo, thank you so much for the host. I don't know how to say your name. Vielen Dank. thanks a lot. Hier. Wichtig. Habe ich ein Safe Set? Gut. Ich sehe viele Leute, die dann irgendwie so laufen. Nicht machen. Nur nach oben laufen. Nur nach oben laufen. Du bist perfekt lined up. Keine Slider, nicht sowas machen, das ist Schwachsinn. Wie man sieht, wird man getroffen oder kann getroffen werden. Einfach nur Slice hoch, Slice runter, Step, aufheben, Step. Das ist das Setup. Das ist das Schnellste, was geht. Wirklich, schneller geht's nicht. Wenn du Pech hast, musst du halt nochmal slicen und so, wegen Damage Rolls. Aber wir sind jetzt 21. Das ist quasi Any Person Style. In No-Birds hat hier dieser Grind viel mehr RNG. In No-Birds kann sein, dass du halt hoch, runter machen muss, ne? Oder hoch, runter, hoch und es ist ein bisschen doof. No Birds. Daher ist halt der Split hier um einiges länger, weil es in Any Person einige Sekunden, weil halt einfach mehr RNG ist. Aber in Any Person ist es sehr konsistent. Hoch, runter, zack, aufheben, tap. Klappt immer. Man muss nur schnell sein. Wenn man irgendwie langsam ist und die sich schon in der Mitte zusammengefunden haben und du hebst es dann auf, dann wird man getroffen. Ist jetzt nicht die Welt, man wird eh voll geheilt nach dem Split. Whatever. Aber Time Loss. Deswegen. Man kann auch noch Low rollen hier. Ja, habe ich jetzt nicht geschafft, aber man kann 30er rollen. Wenn man nur 30er rollt, dann überleben die auch einen hoch und runter Slice. So, wenn man das dann hier gemacht hat, hier nach oben. Selbes Spiel. Hier runterlaufen, du kannst eh nicht schneller das hier beschleunigen. Ich sehe halt auch viele Leute, die töten das, geben es auf und laufen so. Das ist aber langsamer, weil du halt hier nicht gleich runterlaufen kannst an dem Baum. Deswegen einfach hier runterlaufen, diagonal. Und jetzt, in Any Person, muss man quasi nur ins Menü gehen und das Ding auswählen. Wenn man die beiden Bulbs nicht hätte, wäre das Ding hier.
Dann müsste man runter, rechts, rechts machen. Aber jetzt machen wir nochmal so. Jetzt nehmen wir mal an, das wäre No Birds. No Birds müsste man hier das Ding hier so einsammeln. Und sobald man es eingesammelt hat, geht man ins Menü, wählt es aus und wechselt die Waffe. Bei No Birds hat man die Waffe hier. Die zieht man dann auch an. In Any Percent hat man die beiden Waffen hier nicht, ne? Nochmal zur Erinnerung, die beiden nehme ich jetzt nur mit, weil es halt ein übergreifendes Tutorial für beide Kategorien ist. Any Person / No Birds. Aber die beiden Waffen hätte man nicht. Normalerweise wäre hier der Neofang, also die Waffe hier, wäre hier, die graue wäre da und die blaue wäre da, also die Crystal Spear. Aber, ich meine, theoretisch. Ups. Aha. So, so wird es in Any Percent aussehen. Normalfall. Man müsste hier gar nicht rein. In Any Percent geht man ins Menü. Man ist dann hier auf der Bibliothek. Und dann macht man den da. Runter, rechts, rechts. Wenn man jetzt die Bulbs nicht hätte. Aber wenn man die Bulbs hat, muss man ein bisschen improvisieren. Man muss wissen, was habe ich dabei, was habe ich nicht dabei. Habe ich Safeties dabei oder nicht. Aber. So. Das lasse ich jetzt mal. In No Birds wird man dann halt quasi das Holz auswählen, nach oben rechts gehen und dann B runter. B runter und dann nicht links, links runter. B runter, zack. Aber wir sind jetzt hier Any Percent. Machen wir mal weiter. Jetzt sind wir jetzt hier einfach so auf dem Holz. Ja. Zack. Step. Zack. Runter. Und das macht man jetzt halt insgesamt viermal, viereinhalb Mal. Jo, Skipsy. Skipsay. Und Wemi. Jo, tut mir leid, hab dich übersehen. So. Da kann man dann schon sogar einen Step nach oben machen. Oh. Jetzt habe ich ein bisschen gestruggelt, aber ist okay. Vier. Mitzählen, wichtig. Wenn man dann, was aufgesammelt hat hier, man kann halt hier da ist ein Step, schon nach oben gedrückt halten und dann einfach steppen im richtigen Moment. Hier muss man es natürlich nicht machen. Wenn man Kohle haben möchte, kann man natürlich dann schon links am Baum vorbei gehen, wenn man merkt, oh, ich hab nicht genug Kohle. Aber mit 2400 ist man hier gut bedient. Ungefähr, ich kenne jetzt nicht den genauen Wert mehr auswendig, dafür ist es schon lange her. Habe ich das in meinen Notes stehen. Ich bin jetzt ein bisschen rusty in Terranigma. Habe ich jetzt mal in Note stehen, wie viel Kohle man genau hier braucht. Minimum sollte man 2212 haben, wenn müssen 2212 sein. Man braucht 2590, um die Chest zu skippen. Ich hoffe jetzt mal, meine Notes sind einfach hier korrekt. 2590, um die 3 Sekunden zu saven bei den Turbo Boots. Und 2212, um Minimum zu haben. So. Wie viel habe ich jetzt? 6 Stück, oder? Gut. Menü unten. So. Aber jetzt hier hat man sogar fast die Kohle, ne? Da können wir uns dann überlegen, nehme ich jetzt hier noch das mit, so, ah, okay, 2590, also einmal brauche ich noch, also, dann könnte man sich überlegen, ne, wenn man den genauen Wert weiß. So, jetzt hab ich die 9, so, jetzt kann ich sogar skippen, ne, habe ich 9, ja. So. Einfach mitzählen, damit man genau weiß, wie viel man hat. Ist wichtig, nicht im Menü jetzt nachchecken, so wie ich, das habe ich jetzt nur gemacht, um sicher zu gehen gerade. Aber im Normalfall einfach mitzählen. Und dann hier. Ein kleiner Spam-Dialog hier. Weil dann nach 9 Mal wird er sagen, oh, du hast da so ein Holz, kann ich das haben? Es eignet sich ideal zum Bau einer Brücke. Und dann, ja klar, kannst du es haben. Und das ist 9 Mal. Wird er fertig sein? Und auch wieder mit Movement canceln. Rübergehen und Split.
Hier. Da lang laufen. Das war jetzt nicht der ideale Moment. Im Rennen einfach diagonal springen und hüpfen. Runterfallen lassen und raus. Slicen kann man hier nicht. Deswegen muss man rausgehen. So, nun gibt es hier Route Differences. Man kann hier gleich durchlaufen. Direkt in die Stadt. Ich mache es aber so, dass ich erst so Pinguin näher gehe. Habe ich mir so angewohnt. Ist gehopft wie gesprungen. Ist einfach my way to do it. Jeder so wie er möchte, aber dann sind halt die Splits, wenn man jetzt zum Beispiel mit mir oder jemand anders vergleichen möchte, der splittet wie ich, dann sind die Splits ein bisschen kaputt, weil das kann man da nicht vergleichen, weil ich splitte halt, wenn ich aus Leotto jetzt dann rausgehe. Und wenn das jemand vergleichen möchte, die Zeit mit mir, oder hat ein 4,28 hier zum Beispiel, ist mein Gold in No Birds, in Any Person ist glaube ich 4,24 oder so. Kann man nicht vergleichen, weil das dann, es ist kein, es ist unterschiedlich lang. Jetzt hier, ich gehe hier mal, man könnte schon hier lang gehen, aber dann bonkt man hier an. Ich gehe hier ein Teil noch weiter runter, dass hier quasi eins frei ist. Dann kann ich einfach nur links gedrückt halten, ich werde hier natschen, hoch. Komfortabel. Hier, wenn man reinkommt, ein bisschen nach rechts drücken. Und noch nach oben natürlich. Und yo, Foxhound da. Hunter 84, vielen Dank für den Follow. Thank you so much for the follow. Wenn man hier genau geradeaus läuft, natscht man auch, aber natschen ist langsam, deswegen nach oben rechts gedrückt halten. So, springen. Hier ist wieder der Fall, ne? Hier so machen oder springen, ne? Im Normalfall ist das hier öfter schneller. Aber in dem Fall kriegt man hier so einen schönen Boost, ne, von der Rampe. Deswegen ist Springen hier besser. Und hier ist auch, in dem Fall ist auch Springen. Hier nimmt es sich wahrscheinlich nicht mal viel, aber ich springe hier einfach. Mach den Kohl nicht fett. Mach den Kohl wirklich nicht fett. Das sind Geschichte von Frames. Wenn man hier in Pionier reinkommt, kann man sofort Menü machen. In Any Person wären wir jetzt hier. Normal wäre dann die Flower runter rechts, wenn man keine Safety Bulbs hätte. In Any Person, runter rechts. Und dann hat man sofort die Flower. Mit Safety muss man halt ein bisschen umdenken. So, hab zwei Flowers, okay, dann. Also zwei Knollen, zwei verschiedene. Ein bisschen mehr. Und wenn man in No Birds wäre, wäre man hier. Dann müsste man B und dreimal rechts. Oder zweimal rechts. Und dann runter links. So, und jetzt soll ich hier am besten von rechts oder auch von unten mit dem Pinguin reden. Im Prinzip macht es rechts, glaube ich, schneller. Habe ich noch nie getimed. Weil du musst warten, bis der Pinguin still steht. Und wenn du hierher kommst, musst du hier kurz warten, bis er still steht. Und deswegen ist hier wohl schneller. Und einfach nur rechts gedrückt halten, rennen und schau. Nur einmal mit ihm reden. Nicht 13 Mal, so wie ich im Weekly von der Woche. Wo ich dann einfach hier bei jemand anderem geguckt habe, wie er gerade spielt, ne? Und dann sieht man, wie ich tausendmal mit dem Pinguin rede und dann merke ich, oh, hab gar keinen Flower equipped. Hier raus und dann Soundbug. Gut, dass es auch mal vorkommt. Das war gerade einer der legendären Soundbugs, die einfach im Spiel vorkommen können. Das hat mich jetzt 2-3 Sekunden ungefähr gekostet. Manchmal, wenn du in eine Screen Transition reingehst, jetzt wie hier, kann einfach sein, dass der Ton, dass der Bildschirm schwarz bleibt, aber die Musik sich wiederholt oder an einer bestimmten Stelle anfängt oder irgendwas, kann man nichts gegen machen. Ist einfach im Prinzip RNG. So, hier nach oben rechts halten, hier reden. Wie man mit dir redet, ob von hier oder von dort, das macht wirklich einen Unterschied, weil hier musst du um die Ecke, hier kannst du dran natschen dann. Deswegen, von unten oder von links mit dir reden ist okay, von rechts ist nicht gut. Und dann steht sie dir, deine Liebe, bla bla bla. Ihre Liebe, bla bla bla.
hier den Laufen, dass man nirgendwo bonkt, nirgendwo natscht. Hier auch wieder so eine Sache, man könnte hier bringen, aber das ist, wenn man das gezielter macht, ist schneller, aber wenn man sich denkt, ah, das ist mir zu stressig, spring einfach, dann auch okay. Ist minimal langsamer, vielleicht ein paar Frames, 5 Frames, was weiß ich, ich habe es noch nie getimed. Minimal langsamer, aber nicht die Spucke wert. Und hier, da gibt es keinen Springen. So, und hier habe ich eine Visual Cue. Bis hier ungefähr lauf. Hier, vor hier dieses Ding anfängt. Hier. Und dann ist man immer perfekt lined up. Also quasi bevor hier diese Ab hier Gras wieder anfängt. Da bin ich immer perfekt. Ich laufe halt hier schon. Hier halte ich dann wieder diagonal nach oben, dass ich schon hier, dass ich nicht hier gerade laufe, sondern hier schon ein bisschen diagonal nach oben laufe. Und dann hier. Und dann ist man immer perfekt. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Wer sich die merkt, nice. Muss man aber nicht. Sag mal, die ganzen Visual Cues, die ich hier euch mitteile, und das mache ich so, das mache ich so, das ist am schnellsten. Das sind alles nur Kleinigkeiten. Über den ganzen Run hinweg summiert sich das natürlich. Auf vielleicht sogar Minuten. Insgesamt. Oder eine Minute, was weiß ich. Aber im Endeffekt relevant, wenn man eine Topzeit haben möchte. Ansonsten, nice to know. Ja, hier aufpassen, dieser NPC kann richtig nerven. Deswegen hier aufpassen, dass man den einfach meidet, weil wenn der stehen bleibt, dann blockt er dich. Solange er sich bewegt, alles okay. Aber wenn sie stehen bleiben, die NPCs, dann nerven sie. So, und jetzt noch hier. Man kann hier links mit ihm reden, das ist natürlich das Langsamste. Von oben ist, oder von links ist okay. Ich mache immer von links, weil ich habe es gerne, dass ich dann einfach runterhalten kann. Und nicht irgendwie nach dem Gespräch links runter. Das ist für mich nicht so comfortable. Deswegen habe ich es gerne so. Dann reden wir mit ihm. Dann nochmal mit ihm reden. Jetzt sagt er was. Und wenn er was sagt beim zweiten Mal, kann man einfach runterhalten. Braucht man nicht mehr wegdrücken. Wieder legendär mit Movement Canceln. Ist generell immer das Beste mit Movement Canceln. Jetzt hier rein. Splicen. Links rennen. Corner cutten, so gut es geht. So. Jetzt noch hier die Fische, ne? Gefährliche Stelle. Weil es laggt ohne Ende. In Anyperson versucht man die hier mitzunehmen, die doppelten Fische zumindest. In Nobirds sollte man hier das Level abkriegen. Idealerweise gleich am ersten Päckchen hier. Ja. Weil, dass man die dann schnell töten kann. Aber hier, es entsteht teilweise echt komischer Lag, muss man sehr aufpassen. Und die machen viel Damage. In Anyperson weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Damage die machen. Auch genauso viel, okay. In Nobirds machen die auch so ein bisschen über 40. Den kann man dann mitnehmen, aber im Idealfall reingehen, weil ein Fisch lohnt sich dann nicht mehr so arg. So, und jetzt der legendäre Fischfight, wo viele Stress haben. Also hier, meine Visual Cue ist einfach bis hier laufen. Kann ich meine Maus irgendwie einblenden? Mal Mauszeiger, jo, kurz mal. Ich laufe immer bis zu diesem Teil hier. Man sieht hier noch ein bisschen was, so. Das sind immer diese gleichen Muster und immer bis zu dieser Höhe laufe ich. Dass der Schatten von Ark hier quasi den höchsten Punkt von dieser Wellenlinie hat, ne? Diese Wellenlinie und dann immer der höchste Punkt bis hierhin. Das ist optimal. So, jetzt kann ich den Mauszeiger wieder wegmachen. Das ist optimal, da ist man dann perfekt lined up und hat die höchste Chance, dass es was wird. Ohne dass er abhaut. Wie gesagt, der Fisch ist manchmal sehr schreckhaft. Kann sein, dass er sofort abhaut.
Ich versuch's immer, ich schaff's natürlich nicht immer, weil Problem ist, sich da jetzt noch groß hier ausrichten, jetzt zum Beispiel so. Okay, jetzt ist er gar nicht schreckhaft, aber es kann sein, wenn ich dann nicht perfekt da stehe und sagen wir mal ein Pixel drüber bin oder drunter, ist egal. Solange man nicht ein Teil off ist, also irgendwie so viel off ist. Die Sache ist die, wenn man dann mal stehen bleibt und sich dann repositioniert, kann sein, dass er abhaut. Deswegen versucht dahin zu gehen. Und dann ist okay. Aber und Rennen ist schlecht, weil Rennen ist, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er auch wegrennen kann. Ich meine, ich bin jetzt immer auf dem gleichen RNG wie das Tier, deswegen wird er immer dasselbe machen. Wahrscheinlich. Ja, guck, jetzt bin ich bis ins weit runtergelaufen. Und dann bin ich nämlich quasi bis hierhin. Guck, jetzt bin ich quasi. Verpisst euch jetzt mal. Ihr verdeckt meine Visual Cue, ihr Wichser. Ich bin gutes so ein Stück weiter runtergelaufen. So ein Stück weiter runtergelaufen und das ist dann schon wieder gefährlich. Ich sehe auch viele, die machen irgendwie sowas, aber das dauert alles nur länger und dann kann sowas passieren. Das ist alles. Es dauert länger, bis man ihn hitten kann, weil du ja von ihm weggehst sogar noch. Und die Gefahr ist, dass der Kampf außer Kontrolle gerät. Wenn er außer Kontrolle gerät, ist okay. Man muss nur wissen, was man genau zu tun hat. So. Jetzt nehmen wir mal an, der Fight ist außer Kontrolle. Oder ne, machen wir jetzt erstmal den normalen Fight. Man muss einfach geduldig sein. So, ganz easy. So, jetzt war er sehr schreckhaft. Man muss im Prinzip immer nur warten, ihn hitten. Ein Stück nach links laufen, dann nach oben und dann wieder warten. So, und dann wieder nach rechts laufen, nach unten. Das ist quasi immer im Kreis läuft man dann, ne? Und nehmen wir mal an, er läuft, wird jetzt irgendwie woanders abhauen. Sagen wir mal. So, okay. Jetzt muss man nur wissen, wie reagiert man drauf. So, oh Scheiße, er ist nach links. Was mache ich jetzt? Da muss man einfach nur im Prinzip hier ein bisschen Zeit totschlagen, weil er bewegt sich ja kontinuierlich wieder in die Mitte. Ein bisschen Zeit totschlagen. So, und jetzt ist schon wieder. Okay, jetzt laufe ich nach oben ein bisschen. Nach oben rechts. Und jetzt. Ne, das ist einfach so ein bisschen eine. Wie soll ich sagen? Eine Denksache, wo er ist und wie ich ihn haben möchte. Das ist eigentlich nicht so schwer. Man muss nur ungefähr wissen, wie man den Fight wieder normal reguliert, ne? Da wird er noch oben links sein, also versuche ich jetzt hier so zu machen. War ich ein bisschen gierig, laufe ich wieder ein Stück nach oben, dahin. Bisschen schwierig zu erklären, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich meine. Es ist nicht ganz so einfach. Moment. Ach, wieder schreckhaft. Das ist halt die Sache. Der erste Cycle hier, das ist pure RNG, ob er abhaut. Das ist, kann man nicht verhindern. Am besten ist, er kommt, macht sofort eine Bubble, dann weiß man genau, easy, er ist gelockt, ne? Er wird sich nicht bewegen. Vorerst. Dann kann man ihn sofort angreifen. Aber solange es sich so schleichend bewegt, kann es immer sein, dass er abhaut. Yo, Simon Seth, thank you so much for the follow. Vielen Dank für den Follow. Es kann sein, dass er immer abhaut. Und, der erste ist RNG, die anderen Cycles sind, ich sag's mal, Skill, okay? Kann aber auch noch. Man kann gierig sein, man zum Beispiel so. Oh, jetzt ist er da, jetzt. Okay, jetzt hat er die Bubble gemacht, das ist er eh safe, ne? Aber manchmal bewegt er sich, denkt man sich, oh, jetzt hol ich ihn und dann haut er halt ab, ne? Und dann hat man den Cycle verschenkt. Jetzt ist er nach unten abgehauen. Man muss jetzt nur wieder wissen, wie reguliert man den Fight. So. Wieder super easy. Jetzt zum Beispiel, jetzt können die jetzt schon slicen. Es kann ihn treffen, kann sein, dass er aber abhaut. Hatte Glück in dem Fall. Da wurde ich mit Gier belohnt, ne? Aber genauso gut hätte er nach oben abhauen können. Und dann wäre richtig scheiße gewesen. Wie gesagt, übt den Fight einfach, dann werdet ihr nie wieder Probleme damit haben. Tipp. Kleiner Tipp. Macht Lopus Interenigma und macht den Fight. Dann geht der Fight ungefähr 8 Minuten lang und dann lernt ihr ihn richtig. Wenn ihr den 8 Minuten lang macht und ihr dürft nicht einmal getroffen werden, dann wisst ihr, wie man den macht. Bei den Low Percent hat man hier irgendwie, ich glaube, 80 HP oder so, oder 100 HP. Und die machen, glaube ich, 100 Schaden, tot. Jo, Holzfinger. Wie lange hast du schon Terranigma-Erfahrung? Ich run das Spiel jetzt
Streng genommen 3 Jahre, aber ernsthaft runne ich jetzt seit 2,5 Jahren. Also das erste halbe Jahr, wo ich gerannt habe, habe ich halt alle 4 bis 6 Wochen einen Run gemacht und okay, gut. Da habe ich Speedrunning noch nicht ernst genommen. Aber jetzt so 2,5 Jahre. So, jetzt machen wir mal den Fight nochmal, wie wir aussehen sollte. Hoffentlich. Das zum Beispiel war ich gierig. Es war ein sehr schreckhafter Fisch. Aber es war gierig. Ich hätte minimal warten müssen. Aber andererseits, der grüne Fisch links, der kam schon sehr nah. Was halt auch gefährlich sein kann, wenn der auf einmal auf dich loscharge, ne? Deswegen muss man immer abwägen, was ist besser, ne? Riskiert man es, riskiert man es nicht, ne? Hier. Oh, okay, das war jetzt nicht gewollt. Eigentlich wollte ich slicen. So, wenn er eine Bubble macht, kann man ihn immer angreifen. Dann wird er sich nicht bewegen. Das Beste, eine Bubble. Aufpassen, ich bin gerade gedodged, ne? Die Bubble, die hat mir Damage gemacht. Genauso wie die weißen Bubbles, die die grünen Fische machen können. Aufpassen. Auch jetzt noch. Wenn jetzt hier eine Bubble rumfliegen würde, ich gucke jetzt mal, ist sie noch da? Wahrscheinlich nicht, ne? Die wird mir immer noch Damage machen. Also, wenn jetzt die hier rumfliegen würde, man sagt, oh, hab den Fisch getötet, ja, jetzt gehe ich rein und dann läuft man hier rein, zack, 40 Schaden, 50 Schaden. Aufpassen. Aber ich hoffe, ich. Fight kam ein bisschen gut rüber. Er ist sehr technisch, aber wenn man ihn einmal verstanden hat, ist er wirklich nicht mehr schwierig. Nur ihn zu verstehen ist nicht ganz so einfach. Da sehe ich so viele Runner, auch erfahrene Runner, die da rumstruggeln und oh, er haut wieder ab und oh, was mache ich jetzt? Das ist Chaos, was und tralala. So. Stand hier ist eine Treppe und trotzdem kann man hier wieder den Run-Button drücken. Normalerweise bei Treppen muss man Double-Tappen und bei Rampen, aber sehr inkonsistent das Spiel. Naja, auf jeden Fall redet man hier jetzt mit der. Dann kann man Select gedrückt halten. Ich habe ja hier links das Input-Display eingeblendet. Wie ihr seht, ne, da seht ihr immer, was ich drücke. Hier nach links. B. Also, warte mal, ich mache das nochmal einfach ein bisschen schnell. Aber so, man ist immer auf dem gleichen Menü. Man ist immer auf dem Starstone. Jedes Mal nach Big Fish. Außer man heilt sich irgendwie, weil man getroffen wird beim Fisch und will sich heilen, dann ist natürlich alles ein bisschen anders da, da muss man auf entsprechend reagieren. Aber im Normalfall ist man hier, eins nach links, anwählen, B drücken, Attack drücken, runter und dann Schuss raus hier im Bone. So, und jetzt geht man hier raus. Und Split. Normalerweise habe ich hier für Stellen wie diese immer eine Sound Cue, wenn ich loslaufe, weil man jetzt hier noch eine halbe Stunde wartet, aber hier kann man einfach oben links gedrückt halten. Hier haben wir oben links gedrückt halten und dann. Man kann nie ins Wasser reinfallen. So. Und jetzt dann natürlich nicht den Hafen nehmen, sondern den hier, ne? So. Also keine Animation. Hat sofort das Schiff zur Verfügung. Jetzt geht's Richtung Great Lakes. Great Lakes ist ein. Jetzt, da fängt es an, wo die Dungeons gefährlich werden, wo man maßlos unterlevelt ist. Weil hier tut wirklich alles weh. In Anypurse ein bisschen weniger weh als in Nobirds, weil Nobirds. Ja gut, im Prinzip. In Nobirds. Wahnsinn. In Anypurse ist es hier ein bisschen gefährlicher als in Nobirds. Weil in Nobirds. Alles tut weh. In Nobirds hat man hier die Ice Pick an. Da macht man bei den Typen hier links irgendwie 70 Schaden. Aber in Anypurse hat man die Neofang an. Und dann macht man das hier: 18 Schaden, ne? Also nix. Ne? Und was auch gefährlich ist. Nach einem Slice, guck mal, wenn. Nach einem Slice. Ja, hier, da hatten wir es gesehen. Nach einem Slice kommt eine Textbox. Oder nach einem Angriff kommt eine Textbox und dann wird dein Movement auf einmal gecancelt und du gehst, ne? Also, das heißt, wenn man die angegriffen hat, muss man Y nochmal neu drücken. Weil sonst besteht eine hohe Gefahr, dass man getroffen wird. Einfach nochmal repressen. Und man sieht, guck mal, wie viel Damage die machen, ne? Warte mal, ich habe jetzt ein bisschen viel gepressen. Ohne Save State, ich mache jetzt erstmal Save State, aber jetzt ist dann eh mal die Vibe hier weg, ist dann gut. Dann sind die Menüs einigermaßen wieder
normal. So, jetzt hier bin ich normalerweise. So, Moment, machen wir mal einen Save-Set jetzt. Bevor ich hier weitermache. Wie gesagt, guck mal hier, die tun nämlich ordentlich weh, ne? Und das hier ist ganz gefährlich. Weil das ist nämlich vergiftet. Und das ist starke Vergiftung. Da hilft keine Lieferarmung mehr. Auch keine, nicht die Platin-Rüstung aus Sylvan Castle. Nix hilft dagegen, außer Gegengift. Oder der Birdpin. Aber den Birdpin, wenn man hier vergiftet wird, aus irgendeinem Grund, nicht paniken und den Birdpin verwenden. Einfach den hier machen. Ups. Einfach den hier machen. Zack, Vergiftung weg. Man hat sich den Birdpin gespart und auch noch Zeit, weil Birdpin kostet ein bisschen über 20 Sekunden insgesamt und das kostet weniger. Plus hat man den Birdpin noch für Neo Tokyo. Also, aber im Idealfall nicht vergiften lassen. Du verpiss dich, ja. So, und jetzt kommt hier ein ganz spezielles Setup. Das ist nur für Anyperson wichtig, für Nobirds. Da kann man die beiden Kröten einfach töten mit Slices. Einfach, das slice man halt die ganze Zeit in die Reihen, bis sie tot sind. Aber in Anyperson macht man hier ein bestimmtes Setup. Und das ist so quasi. So. Jetzt, der macht nur einmal Giftfolge und dann ist okay im Normalfall. Aber das Setup besteht aus Slice links, Slice rechts. Und dann nach oben laufen, links laufen gegen die Truhe und dann die Truhe öffnen. Aber da muss man auch aufpassen, die linke Kröte, die kann auch mal ein bisschen weiter links sein, weiter rechts. Man kann sie immer noch einmal weghauen. Also im Prinzip... Oh, Alter, so nicht. Also im Prinzip... Hier so das Setup, so. Und dann kann man öffnen. Und die guckt dann auch in der Regel nach oben und dann ist man safe. Wie gesagt, gilt nur für Anyperson, für Nobirds uninteressant. Nochmal zur Erinnerung. Da ist man dann safe, dass man dann halt einfach das Ding hier öffnen kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie eine Giftfolge zu dir macht oder zu dir hüpft oder irgendwas. Aber man muss halt dieses Setup genauso machen. Nochmal hier zeigen. Links Slice. Zweimal halt, dass man halt ein bisschen Abstand gewinnt. Dass man sie nach rechts slicen kann. Ach. Dann, wenn sie nach oben schießt, ist man safe. Ja, also noch einmal hier. Slice, 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 Slice. Also dreimal links quasi, einmal rechts. Slice, 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 rechts. Dann so laufen. Okay. Und wie gesagt, Nobird kann man hier einfach töten. Da macht man irgendwie 70 Schaden so, mit einem Crit irgendwie über 100. Jetzt kann man sogar hier so ein bisschen YOLO dran vorbeilaufen. Muss man nicht, man kann auch safe. Also lieber ein bisschen safe, wenn man sich unsicher ist, weil, wie gesagt, die machen super viel Schaden. Und hier will man nicht Schaden fressen. Dann hier sofort reinspringen. Hier, ich sehe manche Leute, die schwimmen bis hierhin. Das ist natürlich langsamer, weil Schwimmen ist langsamer als Rennen. Ja, aber bei Nobirds kannst du aber so die Slices teilweise timen, dass du beide mit einem auch treffen kannst. Deswegen, das Setup dann nicht ideal unbedingt. Kann man aber auch machen, aber wenn man sich sagt, hey, ich will den Raum einfach immer gleich machen, egal ob Nobirds oder Anyperson, ich will einfach Muscle Memory perfekt zu haben. Auf jeden Fall, hier gleich hier hochgehen. Das ist schneller, Rennen, Laufen ist immer schneller, beziehungsweise Rennen als Schwimmen. Und jetzt hier, aufpassen. Oh, Alter, das war ein Sprung. Auf jeden Fall hier, ob man hier reinspringt oder reinläuft, ich weiß nicht, ehrlich gesagt gar nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich springe hier immer rein. Weil man so ein bisschen diagonal noch reinspringen kann. Ne, wenn man sich hier lined up, kann man so ein bisschen diagonal reinspringen. Ist man, überbrückt man ein bisschen mehr, als wenn man einfach nur rein. Okay, deswegen müsste springen schneller sein. Das ist so eine Gefühlssache, wo ich einfach nie getimt habe. Und hier, der legendäre Raum, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Da-Race-Raum. Der Da-Race hat eine Riesenschlägerei gehabt. Sollte man aber nicht haben, weil wenn man hier einfach immer gleich läuft... ja, das ist einfach der Da-Race-Raum. Wenn man hier einfach schnell genug ist, kann hier nie Ärger sein. Oh fuck, jetzt muss ich das nochmal machen. Es kann nie Ärger sein. Der legendäre Da-Race-Raum, ja. So, ich muss mir mal gleich Kaffee holen. Wäre ja schon eiskalt gewesen. Pisser, Pisser. Da-Race-Raum, ja. Das ist, den nenne ich jetzt einfach so. Weil, wie gesagt, ich mache jetzt mal hier ein Safe-State.
Wenn man hier einfach nur rechts gedrückt hält, ein bisschen hier runter geht, man kann sogar hier natschen. Hier, das macht das kein Problem, das boostet dich noch in die Richtung. Einfach hier laufen. Kann nie was passieren. Nie. Nur wenn man irgendwie, keine Ahnung, jetzt, mal künstlich hier, und hier irgendwie sowas macht, ne? Dann kann es natürlich zu der Race-Komplikationen führen. Bamboo. Aber, wenn man sich unsicher ist mit dem Slice, wenn man sich denkt, oh fuck, Alter, ich bin da das letzte Mal daneben gesliced oder so, dann lauft einfach rein. Das ist, die Frames, ist die Schlägerei hier nicht wert, okay? So. Any Person und No Birds, das gibt es hier in dem Raum auch einen Unterschied. Any Person läuft man einfach so. Klappt immer. Okay, warte mal, ich mache jetzt mal hier ein Safe Set gleich. Während ich rein leise. Oder so. Hier in No Birds kann man so machen. Muss man nicht. In No Birds hat man die Ice Pick. Kann sein, wenn man hier krittet, stirbt die halt dann, ne? Ich gehe nicht dafür. Aber für Leute, die sich risky fühlen, die können in No Birds hier so Slice machen, bei dem Crit stirbt die, bei keinem Crit überlebt sie. Dann hier bei No Birds macht man so, dann stirbt nämlich die Pflanze garantiert, wenn man Double Hit macht. In Any Person stirbt die halt nie, ne, weil man halt nur Neofang hat. Aber in... So, ist weit runter gecharged. In No Birds stirbt sie halt immer, wenn man hier so mittig in sie reinslice. Also sprich, No Birds kann man so machen. Na gut, bei der RNG muss man dann noch nach rechts slicen. Aber ich mache No Birds so. Also so mache ich No Birds. So, ich reagiere halt auf diese Pflanze. Das ist halt wichtig, wie man auf die Pflanze da reagiert. Wenn die zum Beispiel so ein Pattern gibt, dann muss man halt einfach slicen. Aber wenn die nach rechts geht, kann man hier einfach hier oben gedrückt halten. Hier ist kein Problem. Und Any Person mache ich so. Jetzt kommt Any Person. Any Person mache ich dann halt einfach auch so. Im Prinzip, wenn es wirklich sein muss, slice ich wegen der da. Aber im Normalfall kann man hier fast immer springen. Fast immer. So. Und eine Sorge, ein Body Hit kann nie vergiften. Das grüne Zeug kann nicht vergiften. Aber ein Body Hit kann dich nicht vergiften von der. Wenn man sich denkt, oh nein, wenn die mich trifft, dann bin ich vergiftet. Nur das grüne, die grünen Samen, ne, sag ich jetzt mal, von der Pflanze können nicht vergiften. Aber Body Contact nie. So. Hier auch noch eine Mini-Optimization. Super unwichtig eigentlich, aber es ist schneller, daher... Normalerweise ist ins Wasser springen immer besser. Eigentlich immer so. Ist halt besser, ne? Weil Rennen schneller ist als Schwimmen. Aber in dem Fall ist Schwimmen schneller oder sich reinfallen, weil du hast hier eine Strömung, weil du den Anker noch nicht hast. Die Strömung ist schneller als Rennen. Deswegen ist hier reinzuleisen schneller. Man muss hier nur nach unten halten. Hier diese Ecke da unten, die Corner boostet dich perfekt. Und hier genau nach unten links gedrückt halten. Nach links. L. Mal. Oh shit. Wird's crashen, das Spiel. Bei der nächsten Screen Transition. Aber egal. Hier auch wichtig, wenn man hier runtergefallen ist. Hier muss man nicht nach unten oder sowas gedrückt halten. Bloß nicht. Das ist saugefährlich hier, wenn man hier irgendwie so den hier macht, ne? Einfach nur links gedrückt halten. Du wirst geboostet hier von diesem Ding. Also. Du bist einfach nur geboostet. Perfekt, lined up. Nicht nach unten, nicht irgendwo. Nach unten ist halt echt gefährlich, wenn du irgendwie sowas machst, sondern oh, scheiße. So, warte mal, jetzt lasse ich kurz das Spiel crashen. Oder auch nicht. Aber das will ich nicht. Ich will keinen Bildton haben. Dafür werden wir jetzt ein bisschen Berugas hier. Beruga-Musik haben hier. Im Dungeon. So. Wie gesagt, hier nach links gedrückt halten. L. Hat nicht lange gehalten mit der Berugas Musik.
Hier, das Auge kann dich auch nie nerven, wenn du schnell genug bist. Ich habe jetzt nur ein bisschen rumgetrollt hier, weil hier, weil ich an dieses Out of Bounds Ding da gedacht hatte. Naja. Hier, beispringen. Dann kann man perfekt, ohne dass man einen Blub-Sound hört, kann man hier bei dem Loch reinspringen. Ne? Perfekt. Frame perfect. Aber einfach mashen im Prinzip und dann hat man es. Hier auch. Line-Uppen. Und dann mit. Einfach immer mit dem nächst tieferen Line-Uppen. Hier kann man sich hier vorne boosten, Line-Up, Line-Up. Hier die Höhe ist perfekt. Dass man hier perfekt für diese Höhe. So. Jetzt dieser legendäre Corner-Boost, der gute Lyra hat ja getimed. Corner-Boost, Kröten-Boost, lohnt sich nicht. Ist langsamer. Das ist langsamer. Und wie man sieht, macht es halt auch sehr viel Damage. Deswegen einfach hier hochlaufen. Erst die Waffe holen. Ich sehe viele Leute, die gehen erst hoch, holen das Wasser runter und dann holen sie die Waffe. Ist langsamer, als wenn man die Waffe sofort holt. So. Auch hier der Raum, ich weiß nicht, da, mit denen haben auch viele Probleme, wo sie sagen, Alter, ich wurde hier vergiftet, ich wurde hier verwirrt, ich bin hier gestorben, keine Ahnung was. Aber das muss wirklich nicht sein, weil Geheimtipp, nach rechts halten. Der Typ hat immer die gleiche Ahnung hier, hüpft immer nach links. Nur links, rechts gedrückt halten, rechts Y. Wenn man sich super unsicher ist, mach mal halt den da. Rechts halten, springen, sliden. Wenn man sich ganz unsicher ist. Irgendwie, warum auch immer, aber. Oder man hält nach oben und. Aber es kann. Hat er mich auch mal erwischt. Kann aber eigentlich nicht sein. Ich mache das schon seit 2,5 Jahren. Vielleicht hast du ein bisschen rechts nach unten irgendwie. Vielleicht kam noch so ein Input, so ein Down-Input. Guck mal, ich bin sogar nach unten gegangen. Ein Down-Input hat sich vielleicht erwischt oder sowas, ne? Aber das kann halt nicht sein, weil, guck mal, selbst ich. Jetzt, guck mal, ich bin sogar ein Stück nach unten gegangen. Quasi, ich bin quasi nicht so gelaufen, sondern so gelaufen. Er hat mich trotzdem nicht erwischt. Aber wie gesagt, springen oder halt den Slider machen, wenn man sich ganz unsicher ist. Macht. Und bin safe. Ja, genau, ich sag ja. Und auch hier. Oh, hier verpiss ich mal. Nervt mich, aber man macht halt sehr wenig Damage. Hier, man kann es so machen, ist langsamer. Oder man geht ein bisschen mehr in die Mitte, dann hat man einen kurzen Slice. Das ist minimal. Auch wieder so eine Frame-Geschichte, weil wenn man hier am Rand es macht, geht es auch, aber dann man slice viel länger rein, als wenn man ein bisschen in der Mitte ist. Und jetzt wünsche ich hätte. Ich hoffe, ich habe einen 24er Safe State. Dann brauche ich nämlich den Raum hier nicht gleich grinden wie so ein Fisch. So, und jetzt der legendäre Death Room. Jetzt wird das Mysterium gelöst um den Death Room. Aber das bei der nächsten Folge. Nee, Quatsch, ich hole mir nur Kaffee. Wieder weg.
So. Auf dem Crying. Ich hoffe, ich habe einen Safe State dafür. Muss ich gleich mal gucken. Aber so. Erstmal wieder Menü hier richtig. Der Raum ist super easy eigentlich. Man muss nur wissen, wie und wie man darauf reagiert, wenn man weggebounced wird. Im Prinzip hier die Flower, die kann ja eine gewisse RNG geben. Deswegen mache ich immer einen Slice. Es gibt RNGs, da kann man durchlaufen, aber das ist viel zu risky. Deswegen slice ich einfach immer. Slice. Jetzt bin ich gebounced. Das ist kein Problem. Da passiert überhaupt nichts. Man kann hier easy noch. Jetzt, weil ich halt stehen geblieben bin und gepostet habe, aber man kommt easy durch. Ich mache jetzt mal den schlechten hier. So, kein Problem. Nur timeless. Im Prinzip muss man einfach wissen, dass man, wenn man hier ist, ein Pixel nach unten geht. Zum Slicen. Ah Gott, aus dem Start heraus ist es schwer. Pixel nach unten, slicen und dann kommt man durch. Man darf halt nicht einfach durchlaufen gerade und slicen. Das geht nie. Da wird man immer bouncen. 100 von 100 Mal wird man da bouncen. Man muss leicht runterdrücken. Ganz leicht. Leichten diagonal Input. Ein Pixel quasi. Und dann. Easy. Da kann nie was passieren. Habe ich sie sogar getroffen. Ich meine, macht keinen Unterschied. Man kann sie eh nicht töten, aber. Selbst wenn man hier ein bisschen rumstruggelt, das. Das ist jetzt dann ein bisschen hart, wenn man 10-mal rumstruggelt, ne? Aber es soll halt nicht passieren, man soll dann halt irgendwie mal schaffen, einen Pixel runter zu gehen. Wirklich, es ist nicht so schwer. Ein Pixel einfach runter. Wenn man es sofort schafft, dann sieht es halt so aus. Fertig. Grind wird. Oh ja. Yo, Max Payne 315230. Vielen Dank für den Follow. So, hier für den Raum gibt es speziell was zu sagen. Nicht reingehen. Weil, was fällt auf? Der Link springt nicht raus. Richtig. Der wird nur getriggert, wenn man rennt. Oder wenn man weit genug oben geht. Aber, wenn man nämlich in das Ding reingeht, er wird später getriggert. Deswegen, rennen. Rennen, stoppen. Rennen, schlagen. Und hier in dem Raum, auch wenn es nicht so wirkt, aber man kann super viel Zeit verlieren. Über den ganzen Grind hinweg, weil der Grind ist in. Oh, lass mal überlegen. In Any Person ist der Grind ungefähr 3 Minuten, glaube ich. Aber, warte mal, wann ist. Ich hab 4 Minuten in Any Person. Und in No Birds irgendwie 5 Minuten. Ungefähr so. 5 Minuten in No Birds, Any Person 4 Minuten. Pi mal Daumen. Und wenn man halt. Man kann den Raum so machen, jetzt schaut euch mal an. Guck mal, wie spät ich es gesteppt habe. Oder man kann ihn so machen. Viel schneller. Das war sicher 0,2 Sekunden schneller. Und wenn das sich dann über die 5 Minuten zieht, dass man 5 Minuten lang 0,2 Sekunden pro Raum verliert, ist es halt schon eine Menge. Das ist sehr, sehr viel. Aber sowas hier ist natürlich auch nicht gut, wenn man sowas macht. Ne? Dann macht man es dreimal, hat man einen Raum verschwendet. Einmal kann unter Umständen nicht mal ein Timeloss sein, weil du vielleicht dein Level 24 nach einem Fisch, nach zwei Fischen bekommst. Dann macht das keinen Unterschied, wenn sich das da passiert. Aber, gut, mehr gibt es eigentlich zu dem Grind nichts zu sagen. Hoppala, jetzt habe ich mich verdrückt. Sehr schön. Mann, ey, wo ist mein drittes Emote für Tier 1? Twitch arbeitet schneller. Arbeitet schneller. Ich habe das schon längst, schon längst hochgeladen. Ich muss das Safe State Programm nochmal neu laden. Das ist. Spackt manchmal gern rum. So, da haben wir es wieder. Enigma Safe States. Great Lakes. Great Lakes. Habe ich kein Great Lakes? Nein, ich muss grinden jetzt. Das ist ein Scherz. Ja, sieht wohl so aus, Leute. Na gut. Dann muss ich wohl grinden. Wer ist Lucky Bam mit meinen Tricks? Yo, Leaf Phantasm. Danke so much für den Follow. Vielen Dank für den Follow. Bald steht schon das 4000 Follower Special an. Danke, Scheiße, ne?
Aber was für ein Special mache ich da? Eine Woche streamen durchgehend, oder? Ohne Schlaf. Kappa. Ne, keine Ahnung. Das muss hier leider gegrindet werden. Ich habe leider keinen. Oh, scheiße. Oh nein! Okay, okay, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Terra Lopez sind. Terra Lopez sind WR-Attempts, oder? Finish-Attempts. Ich weiß nicht, was ich für ein Special da machen werde. Muss ich noch Ideen, mir irgendwas ausdenken? Was ist denn los hier? Ich drück nur Y. Menschheitsschande. Ja, der Red Beam OP. Act 1 blindfolded. Das, wieso nicht eigentlich? Wieso nicht? Not even kidding, warum eigentlich nicht? Nee, aber ich war super knapp. Ich hatte irgendwie 900 Damage oder so gemacht. 800, 900 Schaden. Und dann war ich einmal unachtsam und dann hat er mich gefickt. Also das war so knapp, Mann. Ich weiß nicht, was ist denn los? Mit dem Y-Button. Also einmal, ich meine, da ist dann leider auch die Anspannung sehr, sehr, sehr groß, ne? Wenn man dann halt weiß, okay, jetzt bin ich schon 20 Minuten im Fight drin, ne? Und dann wurde ich gierig, ne? Und dann, da gibt's einen legendären Clip, glaube ich, von wo der Demo gemacht hat, wo ich dann einfach zusammen vom Stuhl fall, ey. Wo ich denke, nein, das kann nicht sein. Also, es war schon... Es hat nicht mehr viel gefehlt. Es hat nicht mehr viel gefehlt. Aber irgendwann mal. Special Super Castlevania lernen und Multigame. Ah, nee, Castlevania lerne ich nicht. Also noch nicht. Irgendwann mal, aber... Irgendwann mal. Aber blindfolded klingt irgendwie witzig, aber ich weiß auch nicht, irgendwie auch... Der 96 Matchrock-Clip, ja, der war... Da traue ich immer noch nach um den Matchrock-Clip, Matchrock-Run, den 96er, die 408 oder 409. Die wäre schön gewesen, aber ein dummer Matchrock verpasst, der... Keine Ahnung, 5 Sekunden kostet. Das tat weh, das tat richtig weh. Da blutet mein Herz, blute ich immer noch innerlich. So, und yo, Limescroll. Vielen Dank für den Follow. Thank you so much for the follow. Oh. Oh, der Button. Junge, Junge, voll oft, ich weiß nicht, ob ihr es seht, voll oft passiert irgendwie sowas, dass ich gleich stoppe am Anfang im Raum irgendwie. Jetzt mache ich den Weg cool und beschwere mich über den Controller. Aber der ist halt schon ein bisschen ausgeleiert, der Gute. Und die beiden, die ich bestellt habe, sind kompletter Rotz, leider. Mehrmal sauber gemacht. Und... Geht nicht. So, Leute, gleich haben wir es geschafft. Bis Level 24 muss man hier leveln. Back to Tutorial. Gleich geschafft. Geschafft. Split! Käffchen trinken? So, 97 AP ist sehr gefährlich hier an der Stelle. Nicht nur, weil man dumm sein kann wie ich und da rüber schwimmt, sondern 97 HP einerseits, Hitoiron, der Boss, der jetzt kommen wird, One-Shot, kann nicht One-Shot, der kann über 100 Schaden machen mit einem Hit. Andererseits gefährlich, weil man die HP bis zu Brugger's Lab hat. Es gibt einen kleinen Safety, was 4 Sekunden kostet. Kann man sich holen. Kostet 10 Taler. Also nicht die Welt. 4 Sekunden. Aber so. Hier. Im Prinzip kann man hier unten schwimmen. Man versucht hier so lagfrei wie möglich durchzukommen. Kann man nicht immer beeinflussen. Wenn man sieht, oh, oben spawnen 2, geht mal einfach ein bisschen runter, dass die halt out of screen sind. Und so weiter. Aber nicht zu weit runter, weil. Wenn man zu weit runter geht aus Versehen, wenn man sich dann, ja, jetzt gehen wir zu weit runter. Oh, scheiße. Ist man hier, ne? Ist noch nie jemand passiert. Also ich weiß nicht, dass es irgendjemand passiert ist. Wenn ja, schickt mir den Clip. Danke. So. Ja, hier, die Augen. Sind gefährlich. Ne? Aber wie schon erwähnt, Arc hat am höchsten Punkt
Vom Sprung hat er Iframes. Das war viel zu schlecht getimed, ne? Aber seht ihr das? Ich, obwohl ich innen drin stehe, kriege ich erst Damage, wenn ich lande. Das wird hier abused. Ja, weil dann. Indem man halt einfach hier springt. Beim ersten, beim zweiten ist, braucht man wahrscheinlich nicht mehr springen. Ja. Aber ich springe halt trotzdem einfach. Weil es war wieder zu früh. Einfach to be safe. Und hier springen, springen. Runterlaufen, runterlaufen. Und hier gibt es zwei Stellen, wo man rennen und springen kann. Das ist einmal die hier und die hier. Und wenn man hier kommt, landet man, rennt und macht einen Slider, rennt, macht einen Slider, rennt. Und dann hier auch noch. Slider. In Any Person stirbt er. Warte mal. Obwohl, er stirbt, glaube ich, immer. Ne? Na, er stirbt immer, ja. Gut, auf jeden Fall, füllt man den hier mit dem Doppelslide und dann läuft man hier. Und hier, das ist echt gefährlich. Hier muss man wirklich sehr aufpassen. Hier kann man leicht in die Zange genommen werden von den Gegnern. Deswegen, man kann nicht irgendwie sagen, oh, ich mache es immer so. Das geht, wird nie immer gehen. Da muss man improvisieren einfach hier in dem Raum. Und hier leider reicht der Sprung nicht. Am besten springt man hier schon so halber rein, dass man so quasi in der Mitte vom Wasser ist. Weil wenn man komplett so springt, dann bounce man hier weg. Und auch nicht sowas machen, weil das ist ultra langsam. Aber gucken, dass man hier nicht getroffen wird und dann. Notfall kann man hier auch so reinslicen irgendwie, aber bloß nicht getroffen werden. In. Oh, hoppala. Also gehen wir hier hin und dann hier mache ich mein Menü. Select buffern. Für No Birds. Hoch links. Normalerweise hätte man ja in No Birds die Waffe equipped. Also, ich spiele das mal nach, wie so No Birds wirklich wäre. No Birds macht man oben links. Und dann spammt man rechts. Und nimmt die Waffe raus, tötet ihn. Schau. In Any Person, in Any Person muss man es gar nicht machen. Da hat man gleich Neofang an, weil, in Any Person muss man sich das Menü so vorstellen. Aber ich mache jetzt erstmal ein Selbstset hier. In Any Person muss man sich das Menü so vorstellen. Any Person sieht nämlich das Menü so aus. Nee. Hoppala. Any Person sieht nämlich das Menü so aus. Da hat man nichts anderes. Da ist die Waffe die beste. Verwendet man. Fertig. So. Aber jetzt, wo ich es geändert habe. Gehen wir mal davon aus, dass jetzt Any Person bringt man hier. Great Lakes komplett nach ihm benannt. Und hier schwimmen, wie gesagt, diagonale Inputs irgendwie beim Schwimmen. So, da hört man, da wird das Schwimmen ein bisschen öfter getriggert und so, aber es macht keinen Unterschied. Es ist genau gleich schnell. Jo, Sekunde. Noch ein Schlückchen trinken. Oh, ja, stimmt, nimmt man mit. Hoppala, habe ich vergessen. Gut, dass du es erwähnst. Ich weiß gerade, ich dachte eben, ich hätte die Lightrod gelöscht und nicht die G-Rod, aber ja, die G-Rod nimmt man Any Person mit. Gut, danke, Lyra, wo ich hier im Buch sag. Also in Any Person wird es so aussehen. So. Kann man leicht mal durcheinander kommen, wenn man beides so kombiniert. So sieht es in Any Person aus, das Menü. Die Waffe ist theoretisch stärker, aber die hat ein Element. Also hier, Geo-Rod heißt sie, ne? Was für ein Element ist es? Feuer, ne? Auf jeden Fall, wie bereits in einem älteren Tutorial erwähnt, im ersten oder im zweiten, dass, Elementarwaffen machen weniger Schaden bei Bossen. Daher ist die besser. Die hier ist neutral, die hat kein Element. Mit der hier würde ich so 30 Schaden bei Hitoron machen, mit der mache ich 70. Oder da kann ich sogar mehr machen. Da kann ich sogar, wenn ich einen High-Crit mache, kann ich einen One-Shotten. Deswegen. So. Neofang hier verwenden. Auch nicht Icepick. Icepick hat Element Eis, ne? Also macht auch wenig Schaden. Die einzigen Waffen, die mehr Damage machen, sind Neofang und der Kristallspeer.
den man am Anfang halt bekommen hat, die erste Waffe. Aber Neofeng ist stärker, also macht Neofeng mehr Damage. So, jetzt hier. Gefährlich. Ja, gefährlicher Boss. Auch wenn es nicht so wirkt. Man kann natürlich easy. Man kann einfach, wenn man sich uns. Oh, ne, da kriegt. Unsicher ist sowas machen, ne? Wenn man. Aber das ist langsam. Da verliert man hier locker. Gegenüber einem kontrollierten Pfeil verliert man hier locker 15 Sekunden. Und das ist not even kidding. 15, also locker 15 Sekunden. Gegenüber einem kontrollierten Fight. Aber so ist man safe. So wird man nie sterben. Oder so gut wie nie sterben. Kontrollierter Fight sieht so aus. Slide. Bonus wieder im Backen. Double Hit. Slide. Tod. Ah, ist gerade nicht die höchsten Rolls. Das war jetzt so viel schneller. Aber wichtig ist zu erwähnen auch, dass man so ein Double Hit nur machen kann beim allerersten Mal, wenn er runterkommt. Beim allerersten Mal. Also, jetzt wird er hier links kommen. Das wird wieder ein Crit sein, weil halt Safe State, ne? So, diesen Double Hit. Wenn man Glück hat, kann man ihn da auch töten. Wenn man hohe rollt. So, jetzt zum Beispiel, jetzt geht's nicht mehr. Es geht nur beim allerersten Mal, wenn man die Chance versemmelt, weil man halt irgendwie, er kommt schon runter und man war nicht in Position, dann beim zweiten Mal geht's nicht mehr. Wichtig. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh geil, er kommt runter. Ah, hab's versaut, ne? Okay, ja gut, jetzt kommt er nochmal runter und dann macht man's und tot, ne? Es geht nur beim allerersten Mal. Das ist ultra entscheidend für Leben und Tod, ne? Und, hier diese Feuer. Feuer ist random, Feuer macht der Drache aber nur im allerersten Cycle. Das ist auch entscheidend. Und das kotzt mich an, dass ich keinen Don habe, deswegen hören wir ein bisschen Bürgers Town hier, ein bisschen hier Moskau Musik während dem Fight. Oder komm, mach mal hier. Ahola, auch besser. Er wird nur in Phase 1 Feuer machen. Wenn der erste Tutorial Run D-Stern tot ist, wird er kein Feuer mehr machen. Es sei denn, unter einer Bedingung wird er es machen. Ne, so nicht. Da sieht man mal, wie hoch die rollen können. Komm, wir testen mal. Ich glaube, 110 können die auch irgendwie machen. Na gut, ich weiß nicht. Ich glaube, 110. 84. Ja, triggern. 63 ist wahrscheinlich der niedrigste schon. 94. Naja, sagen wir mal 105 ist halt der höchste, ist ja egal. Über 100 auf jeden Fall. Also die einzigste Sache, wann er im zweiten Cycle Feuer macht. So, jetzt beginnt der zweite Cycle. Jetzt wird er kein Feuer mehr machen, außer jetzt tötet er mich natürlich. Wenn der Fisch mich nicht tötet, dieser Seestern und auf meinem Kopf landet, versucht es jetzt gleich mal zu reproduzieren. Erstmal hier. Zack. Phase 2. Jetzt wird kein Feuer mehr kommen. Ich töte mich. So. Jetzt wird er Feuer machen, weil er mich retten möchte, ne? So, dass der Fisch wird, dieser Stern wird nie wieder vom Kopf gehen. Den kriegst du nicht mehr weg. Du kannst dich ins Menü, kannst gar nichts mehr machen. Du musst warten, bis er dich anschießt mit dem Feuer. Sonst. So, jetzt, guck mal, jetzt habe ich meine Chance versemmelt. Es geht kein Double Hit mehr, ne? Also wie eben erwähnt, aber so. Nur mit Feuer, ne? Und wenn man halt zu low ist, jetzt so mit 97 zum Beispiel, 3 AP. Wenn man hier 3 AP hat, weiß man genau, na, ist over. Man ist tot, man kommt hier nicht mal lebend raus. Deswegen Obacht, ne? Hier bei dem Fight. Ich hoffe, das war einigermaßen gut erklärt. Ist eigentlich viel zu viel Spucke für den Fight, aber man muss ja auf alles eingehen. Jetzt hier schön wieder meschen und Split! Imaginär. Hochrennen, mit dem quatschen. Und jetzt hier im Prinzip. Normalerweise kenne ich immer die Anzahl der Textboxen, überall. Aber hier zum Beispiel halte ich einfach nur runter und mesh. Runter, Y und Versuch L im Timing zu drücken und Mesh Attack. So, hier mit dem Hausline-Appen. Dann hier. Ich habe schon alles getestet irgendwie. D
die erst runtergehen und da, das ist alles leider langsamer. Hier oben ist schneller. Und hier so durchlaufen. So, jetzt kommen wir zum legendären Split. Money, Boots und Junko. Oder Yamei. Holt man nämlich Kohle für die Rüstung. Kohle für die Rüstung, holt sich die Turbo Boots und dann macht man den Main Quest in Junko. Hier mit dem Schiff einfach eins nach unten und dann nach rechts, weil hier will das Ding hier dich blocken. Da ist keine Spucke verwendet. Ja, ich meine, Hitorion, wie gesagt, das ist an sich ein simpler Boss, aber kleinste Fehler werden hardcore gepunished, weil er halt so viel Schaden macht. Und wenn der Feind außer Kontrolle gerät, ist halt, ja. Also wenn man hier dann in Afrika ist, einfach nach oben gedrückt halten, ist man bonk und rechts. Dann hier Truhe holen, die Truhe holen und rausleißen. Jetzt hab ich gesehen, 1538 Money. Das heißt, ich kann Money Chest skippen. Ich werd über 6700 haben. Weil jetzt hole ich mir noch eine Truhe. Die ist auch immer Pflicht. Genau wie die beiden. Kann man nie skippen. Die wird mir 1403 geben, glaube ich. Also werde ich mehr als genug haben. Auch hier werde ich hier auf Movement hier ein bisschen eingehen. Hier von dem Ding. Viele sehe ich, die machen dann irgendwie sowas oder so irgendwie gar nichts machen. Hier hat man eher noch die Gefahr, dass man irgendwie natscht oder was. Man kann hier einfach nur geradeaus. Dann kann man sich hier line-upen. Einfach nur geradeaus springen. Warten, bis man hier ist. Line-upen. Mit der Mauer und dann hier. Hier dann sehe ich hier auch so Sachen wie das da oder das oder hier sowas. Und das ist alles langsamer. Das Schnellste ist hier aufheben. Normal springen. Also aufheben, nach rechts springen und beim Springen werfen und dann. Das sah swaggy aus, ja? Und dann noch. Weil das ist alles schneller als hier diese Animation und. So, 1403, auf 6660. Sprich, ich habe mehr als genug, ich kann die eine Chest skippen. Aber wenn man sich unsicher ist und sagt, hey, Megatron, das sitzt noch nicht ganz. Dann nehmt die Chest mit, die kostet 3 Sekunden. Ihr könnt euch ein paar Bulbs kaufen. Gut ist. So, wie man hier den Raum am besten verlässt. Hier, das ist ganz easy. Einfach hier oben links gedrückt halten und hier springen. Man wird immer natsch an dem Ding. Immer perfekt. Das ist besser als irgendwie sowas. Und dann irgendwie. Ich meine, es ist. Wahrscheinlich. Dann springt man hier nämlich gerade am Ende. Das ist dann auch wieder langsamer. Hier wird man dann schön diagonal springen und ist perfekt. Ganz einfach. Da muss man sich gar keine Gedanken machen hier und oh, jetzt hier irgendwie so zickzack laufen kurz oder irgendwas. Um links springen. Easy. Auch wieder die schnellste Methode für den Raum. Rausleißen. So, jetzt gibt es hier eine kleine Route Difference zwischen Any Person und No Birds. Machen wir erstmal hier. Erstmal die Boots holen. Das ist immer das Beste. Und hier, man kann nicht buffern. Ich zeig's einfach nur mal. Buffern. Geht nicht. Das ist wieder die Ausnahme von Terranigma. Mal geht's, mal nicht. Muss man wissen. Hier muss man mashen. Wie bei Bloody Mary. Muss man halt während der Fanfare, kurz bevor sie endet, einfach mashen. So. Yo, Flash. Danke. Gib mir Mühe. Ich will ja, dass eine Armee aus guten Terranigma-Runnern herbeirufen. Erschaffen. So. Jetzt, in Any Person, wenn man hier. Dann klickt man nach oben. Dann hier. Man kann hier auch, das ist auch so eine Sache, wo man schon relativ früh, dafür muss man aber ein bisschen Gefühl entwickelt haben. Man kann relativ früh schon das Zeug hier mit dem Zeug. Oh, scheiße. Zeug quatschen. Obwohl Fluffy noch gar nicht drauf ist, kann man schon mit dem Item quasi das anwählen, ne? Aber dafür braucht man ein bisschen Gefühl, wenn man sich da unsicher ist. Wartet einfach, bis ihr drauf seid, bevor ihr da rumstruggelt. Das sind die Frames wirklich nicht wert. So. Jetzt, wie gesagt, hier muss man dann meshen. Aber man muss ja nicht von Anfang an meshen. Jetzt so kurz gegen Ende kann man dann anfangen.
Und dann. Moment, machen wir auch hier ein Safe Set. Any person ist dann quasi, du kannst schon. Ah, fuck. Das war jetzt zum Beispiel gierig. Aber. Das ist halt. Ich versuche so schnell wie möglich zu machen. Aber. Na komm. So, einfach hier runter. Habt ihr gesehen? Ich habe schon mit den Turbos gequatscht. Da war ich noch quasi hier ungefähr. Man kann halt schon echt sehr früh. Aber wenn man sich unsicher ist, dann warten wir mal kurz. Das sind Frames, wirklich. Das ist unwichtig. Wo sieht es in Any Person aus? In No Birds wäre man hier. So. Nein, jetzt habe ich die Waffen nicht mehr. Ach, ist egal, Leute. Aber man wäre auf Neofang. Die wäre hier. In Neofang normalerweise. Und die G-Rod, die neueste Waffe, die kommt immer hier hin. Die stärkste Waffe kommt immer dahin. Außer es ist eine legendäre, die hier. Aber die stärkste Waffe ist immer hier. Neofang wäre hier jetzt in No Birds. Müsst ihr euch einfach so vorstellen. Hier wäre man. Dann macht man den hier. Oder man macht B runter. Besser natürlich, ne? B runter. Und dann B rechts rechts. Und dann geht man hier drauf. Das wäre in No Birds der Fall. Dass man das dann so macht. Aber ich gehe jetzt mal einfach beide Fälle durch. In Any Person zum Beispiel. Das ist so eine. Man könnte in Any Person zum Beispiel auch schon hier zur Waffe gehen, ne? Muss man nicht, kann man aber. Dass man hier quasi die Turbo Boots auswählt und die Waffe wechselt. Und ist scheißegal. Ich mach's in meinem Beruga Slab, weil theoretisch kann man sagen, ja, aber wenn man hier die Waffe schon equipped hat, hat man Beruga Slab sofort die Waffe, dann könnte man einen Roboter töten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dann einen Roboter auf Level 24 tötet, ist sehr gering. Man muss einen Slide Crit machen. Also, man kann's machen. Ich hab's mir einfach so angewöhnt, ne, und, man sollte es auf jeden Fall immer gleich machen. Nicht einmal jetzt hier ändere ich die Waffe in Any Person und einmal ändere ich sie in Beruga Slab. Das sind dann Fake Goals, wo dann entstehen. Also man muss sich einfach entscheiden, wo mache ich es und dann immer so machen. Wichtig. Weil sonst hat man hier nämlich, hat man hier auf einmal 3 Sekunden Timesave, da 3 Sekunden Timesave und nichts stimmt mehr. So. Und, oh, hab ich schon. Weißt du, die Truhe, die ist wirklich scheiße. Die ist wirklich dumm. Also, da hinzurennen so, das ist wirklich schwierig. Wenn ich sie nehmen muss, laufe ich hier dagegen, hole sie und dann renne ich hier raus. Also da bonk ich halt, ne? Weil diese Stopp-Animation von Ark, die ist auch ziemlich lange immer. Deswegen bonken, holen und weiter. Mach ich es einfach mal. Also, bonken ist halt hier wirklich das Beste. Dann hast du halt nicht diese nervige Stopp-Animation. Bonk, zack. Und dann hier. Du willst eine Armee an guten Enigma-Runnern haben? Sind wir anderen jetzt so schlecht oder was? Nee, nee. Vergrößern will ich sie. Mensch, ich habe mich falsch ausgedrückt. Dreck zu. So, hier nach oben. Boots buffern. Also, buffern. Für die Leute, die Teil 1 vom Terra Enigma-Tutorial nicht gesehen haben. Buffern heißt... Ich komme in den Screen rein und halte direkt A gedrückt. Oder halt X, ne? Wenn ich ändere das Menü natürlich. Ich vertausche die beiden Knöpfe bei mir. Das sehe ich jetzt gerade gar nicht. So. Vertausche die beiden Knöpfe bei mir. Den. So, den da. Den. Die tausche ich miteinander. Ist für mich angenehmer. Weil normalerweise ist ja bei der Enigma Grundeinstellung. A ist angreifen. Rot. Und blau ist. Menu, also hier Item Use und die tausche ich einfach. Ist für mich angenehmer. Auf jeden Fall hier Item Use buffern. Und man muss nicht bis hierher rennen und dann nach oben. Das ist langsamer. Es ist gescheiter, wenn man buffert und dann schon hier ungefähr anhält. Dann kann man nämlich diagonal nach oben laufen. Ist auch wieder eine Mini-Optimization, aber schneller. So quasi. Dann hier. Der Mädel quatschen. Hier, wenn man hier reinkommt, kann man. Ich sehe hier Leute, die machen so. Muss man nicht machen. Man kann einfach links gedrückt halten. Links und dann diagonal. Kann man mit dir reden. 3 Textboxen. Dann wieder raus. So, und jetzt noch hier. Auch wieder eine Sache, die ich bei manchen Runnern sehe, wo halt super langsam ist. Das heißt super langsam. So langsam ist es nicht. Manche gehen hier lang.
Das ist aber eine gute halbe bis Sekunde langsamer als die Strat rechts rum. Hier lang. Ich weiß nicht warum das manche machen. Das hier, wie gesagt, halbe Sekunde bis Sekunde langsamer. Das hier schneller. Und hier habe ich Visual Cure. War hier das Ding quasi. Dass ich bis hierhin laufe ungefähr. Und dann bin ich hier perfekt. Komme ich hier durch. Weil wenn man so macht, dann muss man nämlich sowas machen. Und wenn man das bis hierhin macht. Ach fuck, jetzt war der Winkel nicht richtig. Kann man hier perfekt durchlaufen. Hier durchlaufen. 5 Textboxen von dem alten Arzt. 3, 4, 5. Und dann kann man mit Movement canceln. Hier beim Runterlaufen, diagonal laufen und sich hier mit line-upen. Ne, line-upen heißt immer nur dagegen laufen quasi. Aber jetzt nicht so, also, Moment, ich zeige das mal für Dumme. Jetzt nicht so line-upen. Okay, bin lined-up. Sondern das muss im Flow passieren, ne? So. Weil, das sorgt dafür, dass man hier pixelperfekt durchgeht. Wenn man das nicht macht, dann läuft man halt irgendwie so, ne? Man natscht hier dran vorbei, ist ein bisschen langsamer. Aber wie gesagt, Frame-Geschichte. Das ist keine Sekunde, was man hier jetzt verliert, wenn man das falsch macht. Aber es ist halt auch free. Es ist nicht schwer, hier so zu laufen. Und das summiert sich über den ganzen Run hinweg doch über einige Sekunden, wenn nicht eine Minute oder mehr. Wenn man das überall so macht. So, jetzt hier. Ich weiß, ich habe wenig HP. Kann man sich aussuchen. Will ich hier, gucken wir mal. Müsste beides gleich schnell sein. Oh, jetzt habe ich einen Safe City schon. Ja. Lecker. So. Kann man probieren. Schmeckt es wirklich so gut? Okay, ja. Auf jeden Fall, wenn man low gedroppt ist in vor Megatron, zack, tada, full life. Kostet 4 Sekunden und 10 Gems. Kann man hier easy mitnehmen, wenn man, sagen wir mal, 60 AP nach Hitorion hat. Dann wäre es eine Dummheit, das nicht zu machen, weil eine Bulb verwenden dauert länger. Als das hier. Plus hat man eine Bulb vielleicht auch gern für später noch. Für Megatron, für Neo Tokyo, für was weiß ich. Hier die erste Auswahl nehmen. Hier weiß ich gar nicht, wie viele Textboxen, weil hier muss man eh einfach nur durchmeschen. Ja auch, das sind. Ich weiß nur die Textboxen auswendig von Stellen, die entscheidend sind, wo man halt dann sich wieder bewegen muss. Aber wenn es einfach eine Cutscene ist, dann habe ich mir die nie gemerkt. Wie hier. Das, ich meine. Hier zum Beispiel muss man sich auch nicht merken, weil. Fanfare, danach ist vorbei, kannst losrennen. So, hier kannst du auch einmal rechts gedrückt halten. Ich mash mal gern Y, weil das Spiel ist einfach sehr inkonsistent, was den Y-Button angeht. Teilweise hältst du Y gedrückt und er geht. Manchmal hältst du Y gedrückt und er rennt. Deswegen mash ich hier und dann ist es immer fein. Und wenn man jetzt vergessen hat, sich zu heilen, hat man jetzt noch eine Chance, sich zu heilen, ohne einen großen Time-Loss. Wenn man es dran gedacht hat, Glückwunsch, du bist Full Life. So, jetzt kommen 4 Textboxen, 1, 2, 3, 4 und das ist eine ganz kurze, da muss man aufpassen. Nicht, dass man hier, weil passiert gerne mal sowas. Oh, hoppala, nochmal mit ihm geredet. 4 Textboxen und die vierte ist sehr kurz. So, und jetzt da hier wieder. Also hier, das ist so eine Kleinigkeit, also das ist ein bisschen so eine Präferenz. Das ist schwierig. Also hier ist es nicht so haargenau wichtig, wo man anfängt zu rennen. Hauptsache, man rennt nicht so und macht Boots. Ne? Das ist auf jeden Fall langsamer. Schon ein bisschen diagonal, aber ob du jetzt da ein bisschen weiter unten bist. Theoretisch, wenn dir Boots hier zu nervig sind, kann man hier auch rennen. Ich habe es getimed, das ist glaube ich 0,2, 0,1 Sekunden langsamer. Ich weiß den genauen Wert nicht mehr, wenn man hier ideal läuft. Das macht nicht sehr viel aus. Aber Boots sind ein bisschen schneller, es sei denn, es passiert sowas. Ich meine, dann sind Boots obviously langsamer. Aber gut. So, und jetzt hier. Weiter. Kann man hier leider. Hier kann man auch so ein bisschen diagonal laufen, aber ich habe da dann gerne so einen kleinen. Mache ich einen ganz kleinen Schritt nach unten. Weil, wenn ich das hier mache, dann kann es schon sein, dass man halt hier ein bisschen
nicht perfekt durchkommt. Naja, auf jeden Fall. Matchen. Auch wieder unwichtig, wie viele Textboxen. Hier ist die legendäre Fighter-Cutscene, wo Legenden berichten, dass Runner gerne mal eineinhalb Minuten verlieren. Aber ich weiß nicht wer. Wem das schon passiert ist. Oder besser gesagt, wem es nicht passiert ist. Ich glaube, das ist bisher jedem Runner schon mal passiert. Jeder, der das Spiel speedrunnt, ist hier schon mal auf diese Falle reingetappt. Weil man gerade irgendwie sich überlegt hat, danach, was kommt danach nochmal? Tagun Castle und dann ist man Gedanken und jetzt, ich habe eine gute Pace, bin minus 3 Minuten, jetzt bloß, ich hoffe, ich verkacke Tagun Castle nicht und dann, zack. Es ist passiert, 1,5 Minuten, tschüss. Weil man halt einfach, oder man redet halt mit dem Chat oder man ist im Voice hier gerade im Quatsch, in der Weekly und dann, jetzt hast du mich abgelenkt. Und passiert, ne? Wichtig ist zu wissen, einfach 4 Textboxen. Und dann kommt die Antwort. Neo Travic. Ganz einfach. Die Textbox, wo dann gefährlich ist, die beginnt mit Punkt, Punkt, Punkt nur. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal und das ist sie. Und wenn man ganz safe sein will, runter und Attack drücken. Oder einfach, man kann buffern. Das hätte ich jetzt vielleicht vorher ein Safe-Set machen sollen, aber wenn die Textbox schon erscheint, wenn man oben schon diese Punkte sieht, kann man einfach B gedrückt halten und es wird sofort Nein sagen. Auch hier wieder, es geht nicht überall. Man kann nicht bei jeder Confirmation-Textbox, wo du eine Auswahl treffen musst, B machen für Nein oder für die untere. Das geht nicht bei jeder. Hier geht es. Das heißt, du drückst 4 mal 1, 2, 3, 4 und hältst dann einfach B gedrückt und dann wieder meschen. Das wäre das Ideale, aber wenn man sich unsicher ist, so war es jetzt 4., 5., einfach ganz langsam machen und dann lieber verliert er hier 2 Sekunden, als dass er 1,5 Minuten verliert. So, und jetzt hier wieder. Schrift da. Dragon Castle Manipulation. Durchmischen. So, und jetzt noch hier. Diagonal runterrennen und mit dem quatschen, so schnell wie möglich. Wenn der anfängt zu springen, die RNG off. Nach rechts mit Boots raus. Split! Imaginär. So. Hier wieder durchmischen. Dann kann man jetzt schauen, wenn man möchte, oder warten, bis das bisschen vorbei ist. Kann man Item Use buffern. Buffer. Ganz easy. Reset. So, und jetzt dieser Guard ist der gefährlichste vom ganzen Dragon Castle. Dieser kleine Pisser. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Ne, das ist das Schlimmste, weil das hier ist sehr tight hier. Das ist wirklich unglaublich tight. So, jetzt warte ich mal kurz. Keine Chance mehr, du kommst nicht mehr dran vorbei. Du musst sofort nach oben rechts halten und an der Wand entlang. Du darfst nicht irgendwie hier lang gehen oder so ungefähr an dem Abstand. Es muss wirklich rein und sofort, du musst direkt die Wand küssen. Umarmen musst du sie. Das ist unglaublich wichtig, sonst geht es nicht mehr. Aber selbst, nehmen wir mal an, man fail ist und so. Man kann es immer noch schaffen. Ah, scheiße, ne? Die RNG ist immer noch auf dem Value, ne? Sprich, man muss hier jetzt kurz warten. Hier muss man kurz warten. Easy Backup für den Raum hier. Falls man es nicht schafft. Weil nur weil man da rennt, heißt es nicht, der Run ist dead, sondern man hat Time Loss, ne? Aber man kann es easy backuppen. Ja, jetzt ist natürlich schlecht mit dem Backup, aber. Also. Hier. Aber wie gesagt, das. Wenn man keinen Fehler macht, soll es so dann aussehen. Aber jetzt wollen wir auf Money bleiben.
Also machen wir hier die Manne. Hier die Kegel, die Lichtkegel sind ein bisschen seltsam, wie man sieht. Schaut euch das mal an. Hallo, hallo, er sieht mich nicht. Naja, auf jeden Fall. So, hier Manip. Wenn man auf Manip ist, kann man hier sofort losrennen. Einfach hier warten, hochgehen. Hier einfach an der Ecke hier vorbei natschen. Ich zeig's nochmal. Weil das ist wichtig, dass man da nicht panisch reagiert oder so. Man hat genug Zeit. Auch hier. Dann hier. Anhalten. Hier so dran vorbei natschen. Und dann easy. Hier die Boots so schnell wie möglich verwenden und ungefähr auf Kronleuchterhöhe, auf Kerzenhöhe stoppen. Und dann nach oben diagonal laufen. Hier kann man auch wieder immer buffern, kann man hier die Boots. Hier dann ungefähr halt hier diagonal nach oben laufen, soweit es geht, so bis hierher und dann Boots. Wichtig ist, gemeine Visual Cue ist dieser Teil hier, dieses schwarze Ding. An dem Teil muss ich hier mindestens hier so sein, dass ich natschen kann. Was auch wichtig zu erwähnen ist, selbst wenn man die Manne verkackt hier. Nehmen wir mal an, ich verkack die. Hier, der kommende Guard hier, der folgende Guard. Der hier, der ist immer gleich. Hier in dem Raum, die RNG ist immer gleich. Der wird immer dasselbe machen. Egal ob On-Manip, Off-Manip. Immer gleich. Auch hier da rechts ist noch ein Pisser. Hier der da. Immer gleich. Ich muss mal da oben Safe State machen. Aber ist eine kleine gute Übung, selbst für mich hier für Dragon Castle, weil Dragon Castle, der erste Guard, da kann jeder mal rein. Denn der ist wirklich sehr tight. Buffern, reinrennen, buffern. Aber das wird bonken, ne? Weil ich halt nicht weit genug rechts war. Hier reinlaufen, gut, buffern wieder. Nach rechts rennen. Dann hier. Machen wir Stay State. Wenn man jetzt schneller wäre. Boots, das ist das Schnellste. Aber wenn man runterläuft, ist auch okay, weil wenn man das mit dem Boots falsch timet, dann hat man da ein bisschen rumgestruggelt mit Stoppen und so weiter. Und wenn ihr euch unsicher seid, rennt runter. Ist auch voll okay. Ist auch super okay. Und hier, auch hier zähle ich keine Textboxen, weil unwichtig. Man kann hier nicht mit Wissen kann man hier nichts beschleunigen, einfach mashen, ne? Wie ein Verrückter. Mehr oder minder. Mehr oder minder. Gut, so ist doch schneller, oder? Jetzt habe ich leider keinen Safe State, aber ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht, weil erstens, du musst halt hier ungefähr sein, damit Boots hoch. Und ich hatte halt die Erfahrung gemacht, dass das muss irgendwie so eine Subpixel-Geschichte sein. Dass ich ins Loch reingefallen bin. Er ist einfach ins Loch reingelaufen. Deswegen gehe ich immer. Also renne ich immer. Ich weiß nicht, woran es liegt. RNG nenne ich es jetzt mal. Aber in seltenen Fällen ist einfach straight so reingelaufen. Ne? Und das ist dann halt wieder super timeless im Vergleich zu Hochrennen. Und deswegen wichtig ist einfach Consistency im Speedrun und nicht irgendwie so Strats, die, oh, jetzt klappt das fünfmal, dann fünfmal klappt es wieder nicht. Deswegen zeige ich euch immer nur hier Sachen, die immer klappen. Und das Hochrennen, das klappt immer. Ohne, dass du ins Loch reinfällst. So, und jetzt hier der Guard. Auch das ist wichtig, dass man hier sehr schnell ist. Okay, jetzt ist irgendwas off-Manip gewesen, weil ich halt eben ein bisschen rum erklärt habe und alles. Und
Das macht aber nichts. Ich komme auch so durch. Aber im Normalfall, wenn die Manne geklappt hat, und jetzt kann ich auch die Manne auch gleich nochmal zeigen. Okay. Kann sie nämlich so laufen. Kann man einfach hier durchlaufen. So, und dann hier einfach hochlaufen. Und du wirst immer richtig sein. Er wird immer nach links so wie jetzt gucken. Wenn du on Manne bist. Wenn du off Manne bist, musst du halt ein bisschen so improvisieren, aber guck da einmal nach links, aktivierst du schnell die Boots, wenn du am Rand stehst, rechts sofort durch. Kein Problem. Deswegen muss ich das jetzt nicht unbedingt nochmal zeigen mit der Dragon Castle Manne. Aber wie gesagt, wenn du on Manne bist, durchlaufen, er wird dich nie erwischen. Aber ohne Boots, also normal rennen. Wenn du aber off-Manne bist, ist Boots halt besser, weil du halt dann schnelleren Boost bekommst. Wenn du siehst, oh, er guckt nach links, bist du viel schneller nach oben. Und, gut. So, jetzt der nächste Raum. Der Guard ist immer selbes Pattern, der hier. Ich werde immer jetzt nach unten gucken, nach rechts, nach oben und dann wieder nach oben laufen. Immer. Also sprich, hier nach rechts an die Wand und noch Dash Boots nach oben. Weil wenn du nur Dash Boots machen würdest, wird das passieren. Deswegen nach rechts, Boots. Wenn man sich unsicher ist, so, oh, das, ich habe Angst, kann man auch so machen. So, irgendwie kann man auch hier gerade so leicht über ihn gehen. Aber es ist wirklich nicht schwer, also rechts, nach oben gucken, Boots. Hier springen und auch hier wieder, ne? Flying Arc, ne? My Wizard Cue, das, dazu kommen wir aber gleich nachher. Boots buffern. Nach oben links und dann Boots buffern. Oder gleich Boots buffern, ist okay, das ist nur ein kleiner Frame Saver. Geliebter Kaffee, Leute. Geliebter Kaffee. Oh ja, hier das mit den Turbo-Boots da mit dem Loch. Keine Ahnung, woran es liegt. Pixel-Geschichte oder. Ich weiß es nicht. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich da erstmal reingerannt bin und das ist dann schon wieder irgendwie eineinhalb Sekunden Time-Loss und. Eineinhalb Sekunden, sowas ungefähr, und den will ich nicht haben. Aber nach unten rennen mit Boots ist halt safe, ne? Da kannst du nirgends reinfallen. Ne? Da lockst du an gegen das Gitter und jo. Und flatsch. Kopf abgeschlagen. Die Fellow Structure nebenbei noch aufmachen, ne? So. Besser, wenn es vorbei ist. Hier. Das ist eine gefährliche Sache. Da muss man ein gutes Gefühl für entwickelt haben. Oder eine perfekte Visual Cue haben. Wenn du nämlich zu weit mit dir redest, jetzt so zum Beispiel, da würde man bonken. Man muss sich todsicher sein, dass man natsch. Bonk. Das geht gerade so. Ich zum Beispiel, ich gehe einen Step nach rechts und runter. Und dash dann. Das ist einfach. Das ist wieder die Consistency-Sache. Und, ja. Dann hier beim Runterrennen. Man könnte hier auch runterrennen. Aber, das ist wieder die gleiche Geschichte. Hier mit dir reden und dann müsste ich hiermit so durchlaufen. Das ist halt nicht mein Geschmack, ne? Ich mache dann hier lieber so und dann rede ich sie von hier an. Dann kann ich gleich runterhalten. Das ist angenehmer. Kann man machen, wie man möchte. So mache ich das. Dann brauche ich mich nicht um diagonale Inputs oder irgendwas zu scheren, sondern ich kann dann einfach, wenn es vorbei ist, runterhalten. Y. Zack. Jo, Kurujin. Jo. Der Enigma Tutorial, Part Nummer 3. So. Bitte ein bisschen weiter hier. Bubbelt. Kennt Mylin, dass sie Scheiße gemacht hat. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, ne?
Wir haben auch einen schönen Discord-Server, ne? Das sind alle Struggler, alle Guides, alles Mögliche. Wer Interesse hat, kann natürlich gerne uns in Discord joinen. Mit uns auch mal eine Runde zocken oder sowas. Muss aber nicht. auf jeden Fall, wenn der Parry hier vorbei runtergegangen ist, wenn man runterlaufen möchte, dann jammert die Meile, ne? Die lässt sich nicht vorbei. Besser ist, also was heißt besser? Man muss mit ihr reden und jetzt mashen und jetzt da kann man runterhalten. Das ist die letzte Textbox, wo so dreimal so langsam was kommt. Da brauchen wir gar nicht mehr mashen, nichts mehr. Einfach runterhalten, hier runterrennen und meine Visual Cues sind diese blauen Dinger hier. Wenn ich da drauf bin, kann man springen. Weil man sieht viele, die springen dann schon hier ab. Es endet dann so. Und dann, hä? Es klappt nicht, hä? Wieso nicht? Dann probieren sie hier darüber zu gehen. Ist auch ein bisschen doof, ne? Aber einfach hier bei diesen blauen Dingern, ne? Man kann hier ziemlich weit laufen, wie man sieht, ne? Also hier, Flying Arc, yay. doch. Hier sofort Turbo Boots, buffern, wichtig. Wenn du da irgendwie erst ein Stück runter rennst und dann Turbo Boots machst, dann kann sein, dass du hier an den Tipp vorbei rennst. So. Hier keine Boots verwenden, laufen. Ne? Das hier, der Candle Room. Wichtig, hier gibt es eine Final zu wissen. Es gibt mehrere Methoden, wie man den machen kann, aber das ist hier sowas, das ist alles langsamer. Am besten ist, man läuft hier rein, auf die Höhe ungefähr, und dann natscht man hier an dem Ding. Natschen, ne? Dass man hier so auf der Höhe ist, ne? Pixel perfekt an der Höhe. Wenn man einfach dran natscht, dann ist man's, ne? Dann ist man genau auf der Höhe. Das heißt, wenn ich jetzt einen Pot werf, beide gehen aus. Ja, deswegen soll es dann so aussehen. Ich zeige jetzt einfach mal, wie der Raum aussehen soll im Vollen und Ganzen. Jetzt wird es nicht gehen, glaube ich. Ah, okay. Da bin ich nicht genatscht, aber ich stand trotzdem pixel perfekt dran. So. So. Hier Line-Uppen. Ah, jetzt war ich zu weit in der Mitte. Aus. Aus. Line-Uppen. Oh Mann, ey, warum bin ich so ein gieriger Sack? Natschen. Ja, natschen heißt hier so rutschen. Guck mal hier. Guck mal, siehst du das? Ich drücke nur noch rechts hier und werde dann so dran vorbeirutschen. Wie ich es gerade getan habe. Das heißt natschen. Hier, so. Wenn ich hier rechts halte, passiert nichts. Wenn ich hier rechts halte, dann natsche ich dran vorbei. Ich rutsche dran vorbei. Und das heißt, ich bin auf perfekter Höhe mit den Kerzen. So. Das ist der perfekte Raum. So. So. Line-Uppen hier. So sieht es perfekt aus. Im Prinzip natscht man hier, schnappt den, wirft ihn sofort. Geht hoch, schnappt den, wirft den sofort. Dann schnappt man den hier, rennt hier dran, dass man auf gleicher Höhe ist. Und geht hier hin, schmeißt den und dann nimmt man hier den nächsten und schmeißt den letzten. Wenn man risky sich fühlt, kann man es auch so irgendwie probieren, aber macht es nicht, das lohnt sich wirklich nicht. Consistency is the key im Speedrunning. Bring hier so. Ups. Ach, das war ein bisschen weit. Man kann halt auch sehr noch teilweise hier. Das wird noch ausmachen. Also ist ein bisschen komisch, aber ist so, ne? So, so. Line-Uppen. Ausmachen. Zack. So sieht der ideale Raum aus. Oben. Boots buffern. Reinrennen. Boots buffern und L gedrückt halten. Da kann man hier. Perfekt mit ihr bubble. Jetzt kommt eh wieder nur Dialog, Dialog, Dialog. Juckt niemanden. Ah,
kurz. Okay. Gut. Hier. Einfach an ihr vorbei. Also an ihr so vorbeilaufen. Ja, da gibt es keinen vernünftigen Weg. Auf jeden Fall nicht links und runter, sondern an ihr vorbei. So. Boost buffern. Quatschen. Das sind lange Textboxen, also kann man immer schön mit L machen und dann die Boots nochmal. Boots. So, hier vor. Anhalten. So, und jetzt kommt der legendäre Heiner Müller Softlock-Raum. Oder auch der Christoph Eye Softlock-Raum, wie man möchte. Ne? Wie man möchte. Ist mir aber auch schon passiert damals. Und da muss man aufpassen. Den Raum gibt es auch mehrere Varianten, wie man ihn machen kann. Aber im Prinzip, man muss warten auf den Trigger, deswegen. Selbst wenn man hier so läuft, kann man Softlocken. Ah, jetzt habe ich nicht geschafft. Ah, selbst wenn man hier ohne Boots läuft, kann man Softlocken. Oder hier. Ich will es hier. Mit Boots ist easy Softlocken. Okay. Mit Boots kann man sehr easy Softlocken. Fuck. Jetzt ist man gefangen. Es gibt keinen Ausweg mehr. Keinen Ausweg mehr, weil der Trigger der Treppe erscheint erst, wenn Melina stehen bleibt. Jetzt, du kannst hier keinen Bone Pin verwenden. Geht nicht. Du bist gefangen. Die einzige Lösung ist Reset Dragoon Castle komplett von neu machen. gib keinen Kommen. Du bist gefangen. Du bist quasi in der Map drinne. Einfach in der Wand. Deswegen. Man kann Boots verwenden. Aber dann bitte so, wenn man in der Mitte ist. Und selbst dann ist es sehr tight. Also ich verwende hier drin nie Boots. Ich laufe einfach hier gleich los, diagonal, in der Mitte. Und dann kann es nie passieren. Einfach hier mittig. Weil dann ist sie. Wenn du nämlich hier Boots verwendest, dann musst du erstmal in die Mitte laufen, noch die gute Melina, ne? Und selbst da hat's noch ist es gegangen, ne? Aber. Hier bist du halt näher an der Tür. Wenn man sowas macht. Toll, das hat auch geklappt. Ihr wisst, was ich meine. Lauft einfach hier mittig. Und dann hier wieder diagonal. Und es kann nie was passieren. Weil der Softlock, der kostet 7 Minuten. Circa. 6, 7 Minuten. Ich weiß nicht genau. Eine Menge. Vernünftig Softlock kann er. Jo, der jetzt Wix. So, jetzt hier auch. Hier kann man runterfallen. Aber nicht, wenn man rennt. Juhu. Nur wenn man stoppt. So, dann. Aber sonst ist es ein Teil, wenn man rennt. Aber ich. Hier, das hat mich gerade gewundert, weil das geht eigentlich. Das war so eine Subpixel-Geschichte, vermute ich mal, weil hier kannst du eigentlich nicht durchlaufen beim zweiten. Beim zweiten muss man wirklich springen. Aber da bin ich auch gerade irgendwie komischerweise gelaufen. Das hat mich gerade selbst verwundert. Ja? Also, es ist sehr inkonsistent, was das Spiel, man sieht, ne? Das was will man dazu sagen? Außer hier rüberlaufen, das klappt immer. Und hier springen. Das erste, da kann man immer rüberlaufen. Ja, was ist das RNG, ne? Ich weiß echt nicht, ich würde gerne wissen, es ist einfach wie mit dem Soundbug, einfach RNG. So, und jetzt hier. Das war Dragoon Castle.
Hier mit Boots kann man rausrennen. Split. So. Hier. Segeln. Da kann man auch einige Fehler machen. Hier gibt es nämlich auch einen idealen Weg und einen Weg, der nicht so ideal ist. Und zwar kann man hier. Da habe ich schon eine Entscheidung. Runter oder hoch? Runter ist langsamer. Hoch ist the way to go. Hier. Weil man hier dann schön die gerade lange Strecke hat. Weil hier musst du hier natschen, da musst du hier nochmal hoch, ne? Hier. Ups. Dann hier lang gehen. Da lang. Hier. Und hier. Hier ist auch wichtig. Nicht noch einen Teil nach rechts gehen. Wo war das? Jetzt bin ich gerade selber. Wo war das? Ja, stimmt. Also hier nicht irgendwie weiter nach rechts gehen, weil sonst musst du wieder nach links gehen. Also im Prinzip einfach hier dran halten. Dann auch hier nicht irgendwie so machen. Muss man. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie geübt. Aber ich weiß, wo ich lang zu gehen habe. Und kommt quasi von hier. Wenn, machen wir es nochmal. Also der ideale Weg ist halt einfach hier so lang gehen. Hier, dann halte ich mich hier dran, das ist perfekt. Und dann hier quasi auf der Höhe von dem Ding da, war auch hier perfekt, weil nur runterhalten geht hier natürlich nicht, wie man sieht. So, warte mal, geht es doch? Ich habe es noch nie gemacht, aber ich bin sowieso ein Verfechter von gerade Strecken, also sowas zum Beispiel. Ist zwar wahrscheinlich nicht langsamer, aber erstens ist es stressiger, zweitens ist es so viel angenehmer hier, wenn man einfach gerade Strecken hat, statt, und ich weiß nicht, hier dieses Zeug hier, ich weiß nicht, ob das langsamer sein könnte, wahrscheinlich ist es gleich schnell, aber ich versuche es einfach zu vermeiden. Was ein Effekt. So, hier lang, statt. Schritt nach rechts, nach oben. Und dann, sobald hier das hier anfängt. Hier dieses gelbe hier. Im Prinzip, wenn man mit dem Line-Up ist. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass man sich mit dem Line-Upen soll. Einfach hier. Und dann kann man hier perfekt Line-Up mit. Man kann natürlich auch hier hoch dashen und dann hier schon. Ne? Aber dann verschwendet man die Zeit hier quasi. Der Taz geht hier entlang. Aber das kann ich nicht empfehlen, weil das ist Test only. Also das hier ist für RTA schneller. Frame Counter? Ich weiß es nicht. So. Ich habe keine Ahnung. Hier in dem Raum, wenn du es perfekt machst, wird Ark immer die gleiche Pose haben bei Will. Immer linkes Bein vorne. Immer diese Pose wieder haben, wenn du es perfekt machst. Wenn du es falsch machst, dann sieht es so aus. Aber wenn du es richtig machst, immer so. Quasi einfach nach oben, Y und L. Drückt halten. Würde ich dir empfehlen, Gradia im Wort zurückzuspulen, dann hast du gesehen. Also, okay, auf jeden Fall hier, hier gleich das erste Teil nehmen und dann gut ist. Hier, das ist, es ist ein bisschen knifflig hier, das Fliegen. Also vernünftig zu fliegen ist das in dem Spiel sehr schwer, weil es halt wirklich, da kann man sich auch keine hundertprozentig perfekte Wishkey suchen. Ach, by the way. Hier, ich mache das so und dann, sobald ich das L sehe, da links, jetzt eine Textbox und dann runter halten und Y. Weil nach dem L kommt die letzte und dann fertig. Kann man auch großzügig natschen. So. Da fliegen, es ist wirklich eine Sache für sich. Weil es halt sehr schnell geht. Ich versuche mich hier zu orientieren. Ungefähr auf der Höhe hier.
Ne, ich glaube, das ist schon ein bisschen zu weit oben, oder? Ja. Nochmal, jetzt muss ich selber hier gucken. Hier, weil da habe ich, das mache ich ehrlich gesagt sehr gefühlstechnisch. Ich habe mir gemerkt, bisschen über Great Lakes Höhle und dann rechts. Es ist schwierig. Also das irgendwie Frame Perfecter zu machen, das ist. So, das ist wirklich sehr schwer, so da perfekt zu landen. Das kannst du noch so viel üben. Das wird. Wenn man es schafft, geil, kann man sich freuen, aber. Bisschen über Great Lakes Höhle und dann. Ja, so, das wäre schon ein ziemlich gutes Fliegen. Jetzt drauf einzugehen, nach oben, also auf die Steuerung nach oben links, oben Y. Und dann mit L kannst du hier tief fliegen. Und dann, ja. Es ist immer so, es ist wirklich, das ist so eine kleine Übungssache. Aber das kann man halt, egal wie oft man spread ist, man wird nie perfekt auf dem Teil landen, weil einfach die Beschleunigung von dem, von dem Flugzeug so schnell ist. So, das war schon gutes Fliegen. Solange man nicht halt irgendwie sowas macht, jetzt versuche ich es mal richtig katastrophal zu machen. Solange man nicht sowas macht, irgendwie sowas, oh je, ne, weißt du, dann hat man. Ich meine, das war jetzt auch nicht viel Time Loss, 1,5 Sekunden vielleicht. Ja. Bisschen üben, bisschen gucken, aber naja. Auf jeden Fall nach dem Flug, der wird immer hier nach links laufen, der Arc, und dann einfach nach oben gedrückt halten. Step nach oben, weil hier kannst du nicht sofort das machen, sonst passiert der hier. Step nach oben, hier rein. Und jetzt so einkaufen. Eins nach links für die legendäre Armor. Wenn man dann noch kaufen möchte, immer erst die Armor kaufen. Ganz wichtig, immer erst die Armor kaufen. Nicht, dass man sich irgendwie verkauft und sieht, oh Scheiße. Es fehlen mir 10 Kröten für die Armor. Dann ist vorbei. Dann kannst du ins Brewers. Dann hast du einen gewaltigen Time Loss. Gewaltig. Deswegen erst die Armor kaufen und danach kann man sich, wenn man möchte, oh ja, jetzt kann ich mir noch 3 kaufen. Ich zum Beispiel. Aber das mache ich nur, weil. Das mache nur ich, weil ich halt mittlerweile lächerliche Zeiten habe in dem Spiel. Kaufe ich mir nie was. Auch wenn ich hier 50 AP hätte, kaufe ich mir nichts. Es sei denn, ich bin eine Minute ahead, was nicht mehr passieren wird. Gleich hier, wenn man rauskommt aus der Stadt, eins nach links und runter. Kann man halt. Ich mache das meistens hier so beim Runterlaufen, statt gleich eins nach links und runter. Das gefällt mir irgendwie nicht. Kann sein, dass es dann irgendwie sowas passiert, ne? Deswegen runter, eins links und doch. Gut, Baruga Slap Movement. Da gibt es mehrere Sachen. Slap runter, nach rechts runnen. Und jetzt hier, der Raum ist ja speziell. Macht man hier bis hierher ungefähr und dann Movement canceln von Boots. Das ist am schnellsten. So. Weil viele machen so. Das ist auch okay, aber langsamer. Oder viele machen auch noch so. Das ist Katastrophe. Also bis zu diesem Ding und dann hier über Diagonalen, mit Diagonalen arbeiten. So, und jetzt kann man hier dann entweder so machen. Das ist okay, oder man läuft hier. Ist auch beides völlig okay, das nimmt sich nicht viel. Dann hier am ersten Teil das nehmen. Kaffee trinken dabei. Und auch hier sehe ich viele, die machen dann sowas. Das ist katastrophal. Die Diagonalen sind hier viel zu stark hier. Hier viel zu strong. Schau im Wort nach, Grid, ja. Und hier, wie gesagt, das ist die Sache, wo ich gesagt habe, mit der Waffe, ne? Wo ich gesagt habe, mit einem hohen Crit könnte man hier den Gegner töten. Aber man sieht schon, wie die Damage Rolls sind. Niedrig. Und, also sehr niedrig. Von daher. In Nobles Percent habe ich die Waffe equipped, da gehe ich für den Slide. In Any Percent mache ich halt trotzdem den Slide. Hier abgesehen von diesem über beide Löcher laufen, es ist ja nicht schneller.
Das ist genau, du bist im Rennen nicht schneller als im Springen beim Rennen. Auf jeden Fall, back to topic. In Any% habe ich Neofang equipped. In Nobles% habe ich die Waffe. Aber wie gesagt, das macht kaum Unterschied. Hier diagonal nehmen. So, und jetzt hier. Der Typ, der kann. Nicht der Typ. Der Typ, der kann dir scheiß RNG geben. Der kann, wenn du hierher kommst, hier nach links laufen. Wenn er das macht, musst du hier einen Slice nach rechts machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Du kannst da nicht durchsneaken. Wenn er von hier ist und läuft so, dann musst du einen Slice machen. Aber da musst du einfach schnell reagieren. Das zum Beispiel perfekte RNG. Da wird es. Das auch okay. So, machen wir hier ein bisschen rumlaufen. Okay, aber wenn das so läuft, gerade wie er gelaufen ist, muss man slicen. Geht nicht anders. Ist nicht schlimm, aber nicht, dass ihr denkt, oh, da kann ich gleich durchsneaken und dann passiert sowas. Hier, wenn man, ja gut, mit Body Hit macht er nichts, aber mit Charge Attack macht er, wie man eben gesehen hat, hier auch. Kann auch ein bisschen mehr machen, ne? Also. Auch wenn das jetzt mit Full Life keinen Unterschied macht. Du hast jetzt 166, juckt kein Meter. Weil sobald ich die Armor equip, verliere ich eh die HP. So. Über hier. Dann hier ein Slider. Hier auch wieder durchlaufen. Und jetzt der Typ ist auch gefährlich. Also, da kann man auch risky spielen. Man kann hier slicen. Was immer safe ist. Slice geht immer. Und nur ein. Aber man braucht keine zwei. Nur ein. Oder wenn er halt nach rechts läuft, kann man risky. Man kann halt auch rüberspringen. Das geht auch, aber. Wenn er dann. Wenn man dann sowas macht, den mistimed, ne, passiert halt sowas. Ne, dann rennt man auf einmal in ihn rein. Ne. Aber wenn man Glück hat, läuft er hier nach links, rechts, dann kann man einfach hier laufen. Aber um safe zu gehen, kann man slicen. Ich springe hier in der Regel. So, wir nehmen. Oben links. Armor. In Any% würde ich jetzt den hier machen. B runter. Waffe. Aber in Nobles% würde ich halt von hier aus B machen. Und aus. Die Menüs kann man auch blitzschnell machen. Aber kontrolliert. Weil man kann schon Eingaben machen, da sieht man das Bild noch gar nicht. Jetzt, wie gesagt, warte mal, hier sieht man die HP nicht. 134 HP. Eben, bei einem Hit hatte ich 166, juckt nicht. Ich ziehe die Armor an, habe 134, weil die Armor hier. Aber ich gehe jetzt mal aufs Ding. Menü. Yo, Simon, was bedeutet Any? Also Prozent. Any%. Die Armor gibt dir zwar 44 Defense, aber zieh dir 90 Max HP ab, zieh dir 15 Defense ab und gibt dir 13 Stärke. Deswegen verliert man halt sowieso 90 HP. Deswegen ist es nicht so wild, wenn man getroffen wird. Außer Time Loss. Also Any%, ne? Und dann halt Nobles% gibt's. Ich versuche nur auf beide Kategorien einzugehen, weil die Menüs sind unterschiedlich von Kategorie zu Kategorie. So, und jetzt, bevor es hier weitergeht, ich aktiviere schon mal den Switch. Dann gehe ich kurz auf Toilette und mache nochmal einen Kaffee. Auch nochmal 2 Minuten, Leute. Be right back.
So. Wenn man das macht. Oh, das gibt's nicht, du schaffst es einfach nie, du wirst immer. Also Any Person heißt Spiel so schnell wie möglich durchspielen. No Birds Person heißt auch das Spiel so schnell wie möglich durchspielen, aber die Kategorie ist halt ein bisschen, die hat Bedingungen, die man erfüllen muss, beziehungsweise die man nicht machen darf. Dieser Doc mag liebe den. Ja, so, also hier weiter im Ding. Hier rüberhüpfen, ne? Weil sonst läufst du dagegen an. Das ist natürlich langsamer. Deswegen rüberhüpfen. Wenn du auf dem Weg zurückgehst, dann natürlich nicht springen. Ne? Weil das boostet dich ja nach vorne. So, jetzt hier weiter. Und jetzt eine ganz entscheidende Sache, wo ich sehe, dass es viele nicht machen. Und das ist resultiert in großen Timeloss. Die drei Kollegen mitnehmen, das ist ultra wichtig. Ultra wichtig, okay? Sag ich euch. Das hat einen guten Grund, was ich euch gleich erklären werde beim Grind. Die zu skippen ist ein Timeloss von sicher 4-5 Sekunden. Wenn nicht noch mehr. Das ist ein bisschen unlucky hier mit Damage Rolls. Am besten hier einfach alle mitnehmen. Hier kann man immer einen Doppelslice machen, wenn man den so timed. Das wird immer Double hitten und immer töten. Oder töten nicht unbedingt, aber immer Double hitten. So, jetzt beginnt hier der Grind. Für den gibt es auch viel zu sagen. Hier, das war ein bisschen YOLO hier. Normalerweise macht man das so auf 24. Immer Slice Step. Weil Slide Step ist langsamer als Slice Step. Slide ist das hier. Slice ist das, ne? Also das hier und ein Step ist immer langsamer als das und ein Step. So, der hier ist immer ein Double Slide. So, wenn das dann hier passiert, muss man ein bisschen improvisieren. Wenn man dann schon sieht, oh, 140, ne? Dann mache ich immer ein Double Step hinterher, weil ich denke, okay, der wird nicht sterben. Und wenn ich manchmal so Damage Rolls sehe. Das ist auf jeden Fall hier so die schnellste Methode, wie man den Grind machen kann. Ein bisschen improvisieren so, ein bisschen. Muss jeder so sein eigenes Gefühl entwickeln. Jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt noch einen Slice mache und dann einen Step, statt hinterher zu rennen und einen Step. Dann kann ich nämlich den rechts noch mitnehmen. So, jetzt muss ich gleich Level abkriegen. Und jetzt ändert sich das Grind-Verhalten hier. Jetzt stehe ich hier nicht optimal, aber ich kann es trotzdem hier versuchen. Okay, gut. So, hier der Raum, hier der Anfang, hier bleibt gleich. Ah, das ist immer blöd, wenn man den Raum hier so. So, und dass ich nicht aus dem Flow bin. So. Dann versucht man die immer mit Slides zu töten, weil man dann eine höhere Chance hat auf einen Slide-Kill. Außer den hier. Den machen nach wie vor mit dem Doppelslice, den rechten immer. Wenn man von rechts reinkommt, nach oben, immer Doppelslice. Slide. Hier kann man sogar einen sehr frühen Slide machen. Hier, dass man quasi das Slide schon hier endet. Und dann kann man einfach nur straight runterlaufen. Weil ich sehe viele, die machen einen Slide und dann machen ihn so, ne? Und dann muss man von hier bis dahin wieder laufen. Das ist halt ein Time-Loss, ne? Ich bin hier. Slice. Auch hier kann man es schon sehr früh machen. Hatte Bad Luck. Da muss ich nachsteppen. Ah, das war ein bisschen zu greedy. Hier in dem Grind kann man auch sehr viel Zeit verlieren. So, ein bisschen improvisiert hier. Weil der Slice. Ja, der Step nach dem Slide lohnt sich nicht. Aber hier muss ich ihn machen, sonst verliere ich den einen. Ich habe gesehen, wie früh ich schon runterlaufen konnte. Das ist halt guter Time Save, wenn das so die ganze Zeit durchgeht. Das war jetzt ein bisschen dumm. Aber den kann man auch gut üben, den Grind-Spot hier. So. Fällt euch was auf? Jetzt habe ich hier Level Up. Genau an der Stelle. Und wisst ihr warum? Weil ich die drei Gegner vorher mitgenommen habe. Hätte ich die drei Gegner nicht vorher mitgenommen,
Hätte ich jetzt nochmal einen Raum machen müssen. Dann würde ich nämlich hier enden. Dann hätte ich hier jetzt den dritten Gegner getötet und hätte hier ein Level-Up. Und das wäre nicht so schön. Dann müsste ich nämlich hier zurücklaufen. Und so bin ich perfekt fertig mit dem Grind-Spot und kann sofort raus. Hier ein Slice und dann Boots. Ne, ich hoffe, die Message ist angekommen, warum man diese drei am Anfang mitnehmen sollte. Nicht nur, dass man halt das sich spart, sondern man spart sich zwei Screen Transitions. So. Straps. Wichtig. Ich habe vergessen, imaginär zu splitten, aber ja. So, hier. Nicht. Also man kann sliden. Es ist aber super YOLO. Es ist wirklich super YOLO. Weil es kann easy sowas passieren. Ne? Und dann wurde man vielleicht schon beim Grind getroffen, hat nur 120 AP, auf einmal hast du 80 AP. Viel Spaß bei Megatron. Deswegen macht es einfach safe. Ich mach's auch safe. Hier kann man dann auch steppen. Ja, das war. So. Und jetzt hier zähle ich immer die Robber damit. Ich will 7 Stück haben. Wenn ich mehr als 7 bekomme, ist das Luxus. Aber 7 will ich haben, sonst muss ich ein bisschen mehr Neo Tokyo mitnehmen. Habe ich berechnet. Also hier schon mal ein, ne? Das ist dann schade hier. Aber hinterher zu rennen, lohnt sich nicht wirklich, ne? Also ich gucke jetzt hier. 2. Wenn jetzt der kein Kill gewesen wäre, ich slide ihn so, dann kann ich noch hier einen Step geben. Aber wenn er dann irgendwie nach links läuft, lasst ihn. Whatever. Also 2. 3. Guck hier, whatever. Also jetzt habe ich 3. Oh, fuck. Das war schlecht gemacht. 4. Turbo Boots, L gedrückt halten. Also 4 Gegner habe ich. Das ist nicht sehr viel, aber es wird ausreichend sein, hoffentlich. Da kommt 1, 2, 3 und B. 3 Textbox und nach dem dritten Mal wegdrücken, wenn Ark redet, da sieht man den Namen. Dann 2 weitere und dann halt B und dann ist man hier befreit. Turboots runter und jo. Hier den da. 5. Das sind 6. 7. Minimum. Nice. Ne, den nehme ich jetzt nicht mehr mit, weil ich schon 7 habe. 8. 9. Eigentlich will ich den Slice, ne? Aber ist okay. 9 Stück ist ziemlich nice. Jetzt könnte man hier die sliden, aber wie gesagt, das ist das gleiche Ding wie eben. Gefährlich. Ich slice immer und dann mache ich hier Boots. So, und jetzt kommt der Schrecken der Speedrunner in Terranigma. Einer der Schrecken. Hier während der Elevator Cutscene, weil es sehr schnell geht, ins Menü gehen, ne? Waffe wechseln. Das muss man in allen Kategorien machen. No Birds, Any Person, nur nicht in Magic Percent, aber in No Birds und Any Percent auf die Waffe wechseln. Und es ist schneller, das hier zu machen, als wenn man drinnen ist im Raum. Weil hier hast du noch das Stormkeeper-Prinzip mit dem Breastpin. Du gehst ins Menü und während du in die Box gehst, siehst du, wie der Fahrstuhl sich bewegt. Hier beim Rein- und Rausgehen spart man halt Frames. Weil ich sehe auch manche Leute, die machen das dann hier sowas. Ist aber langsam. Das spart keine Zeit. So, jetzt kommt der Schrecken des Speedrunner. Tja, nichts mehr. Wo man, wenn man auf PvP-Pace ist, schon mal ein bisschen das Herz anfängt zu pumpen, weil der Fight kann super schnell beendet sein. So. Am besten hier die linke Seite angreifen. Oh. Der legendäre Zero Cycle. Da haben wir ihn, ne? Das ist der Zero Cycle. Das ist die beste RNG, die man kriegen kann im Fight. Das
Das wäre jetzt für mich ein neues Gold geworden. Im PV, den hatte ich nämlich noch nie im Run. Das ist der legendäre Zero Cycle. Und da weiß ich jetzt auch nicht genau. Da muss man halt ein bisschen improvisieren, weil normalerweise will man hier oben sterben, ne? Der wird das natürlich wieder nicht abheben. Aber normalerweise will man, wenn er stirbt, will man hier oben sein. Hier oben. Leckreduktion und das hat noch andere Gründe. Ich lasse ihn jetzt gleich einmal wegköpfen, okay? Um einen realistischen Fight darzustellen. Man versucht das halt so zu machen am Anfang und dann wird er abhauen. Sei es so, runter, er haut ab. Zero Cycle heißt, er ist nullmal abgehoben, nullmal gesprungen. In 19 von 20 Fällen macht man diesen Slice so runter und er hüpft sofort weg. 19 von 20 Fällen würde ich jetzt mal grob schätzen. Und dann landet er wieder. Und dann kann man ihn hoffentlich töten, aber nicht unbedingt. Dann haut er wieder ab. Kommt und dann tötet man ihn. Das ist normaler Megatron-Fight. One Cycle wäre, er haut sofort am Anfang ab, landet und dann kannst du ihn töten. Das ist aber RNG-abhängig. Erstens von deinen Crits, ob du hohe kritische Treffer machst oder nicht. Und zweitens, jetzt macht er sein direkter linker Arm. Für uns sein rechter Arm macht gerade eine Attacke, ne? Die Attacke will man haben. Im Normalfall macht er die Attacke einmal, dann holt er den anderen Arm und hebt ab. Wenn du aber viel Glück hast, macht er zweimal die rechte Attacke und dann kannst du ihn one-cyclen. Dann kannst du ihn töten, bevor er abhebt. Bevor er nochmal abhebt. Aber das ist halt lucky. Das ist wirklich RNG und einfach nur Glück. Das spart 8 Sekunden, wenn du ihn... 8 bis 10 Sekunden, wenn du Glück hast. Kannst aber nichts dran ändern. Aber ich will ihn jetzt mal abheben lassen, okay? Weil... ich will ja einen realistischen Fight haben und keinen hier Zero Cycle. So, so sieht's nochmal aus. Ich slice an den linken Beinen nach oben, runter und dann haut er ab. Und jetzt, ich stelle mich immer an dieselbe Stelle. Das ist hier. Das ist einfach für mich, damit ich einen kontrollierten Fight habe. Ich sehe manche Leute, die rennen dann hier rum wie ein Huhn und oh, wo kommt er jetzt und so? Keine Ahnung. Das ist immer scheiße. Ich bleib hier, damit ich einen kontrollierten Fight habe, dass ich weiß, wo er landet, weil Megatron richtet sich immer nach deiner Position aus. So, jetzt kann ich nämlich hier so laufen. Ups. Ich habe hier auch leider eine Soundcue, deswegen. Er wird jetzt immer hier landen. So. Jetzt kann ich ihn hier angreifen. Und um jetzt mal auf den Fight direkt einzugehen, warum der Fight so unglaublich schwer ist und so risky ist, wie man sieht, hat er sehr hohe Schadenswerte. Er betäubt dich mit manchen Attacken. Und er raubt dir deinen Angriff mit der linken Attacke, wenn die dich trifft. Also du machst dann erstmal für, keine Ahnung, 10 Sekunden keinen Schaden. Und du kannst im besten Fall bist du beim dritten Hit tot. Wenn du Pech hast, bist du nach 2 Hits tot. Der Fight laggt unheimlich, wie man sieht. Und das ist halt, ich meine, das ist jetzt noch gar nichts, ne? Aber sobald er die Attacke macht, es entsteht sehr viel Lag. Und du musst seine Attacken wieder vernünftig timen. Und es kommt immer Text, also Schrift, ohne Textbox, Schrift. Das ist entscheidend. Und wenn Schrift ohne Textbox kommt, dann cancel die dein Movement. Sprich, du musst im Fight, wenn du jetzt hier bist, idealerweise mal links, Y, Attack. Hier, links Y Attack, rechts Y Attack. Du musst immer wieder den Rennbutton neu mitdrücken. Weil sonst, ich mach's jetzt mal nicht, dann passiert das. Dann steppe ich rum wie ein Idiot, ne? Mach das mal ohne. Einfach nur zum Zeigen. Geht hier gut, ja. Das klappt wunderbar. Und jetzt habe ich Luck gehabt. Jetzt bin ich nicht in ihm gelandet. Aber genauso gut hätte ich auch irgendwie mein Dash hier unterbrochen sein können. Und dann bin ich in ihm drin, ne? Und dann tot. Vor allen Dingen auch, wenn die Attacke mich hier trifft, ne? Ist man erstmal betäubt. Dann kommt das hier meistens, wenn du da falsch stehst, tot. Deswegen immer Y mit neu drücken.
Was auch noch das Problem an dem Fight ist, dass die Attacke vom linken Arm und rechten Arm unterschiedlichen Leck hat. Und dadurch ist das Timing ein bisschen anders. So, jetzt. Das ist ein normaler Two-Cycle Megatron. Ich weiß, das Bein hat nicht mehr viel AP, deswegen finish ich ihn so. So, und jetzt, idealerweise steht man hier. Und man muss einfach nur steppen. Die kommen immer wieder und habt ihr. Soll ich das erklären? Warte mal. Schaut mal an, wie schnell der kaputt geht. Jetzt stehe ich halt leider schon hier, aber schaut euch mal an, wenn ich das hier mache, ne? Was da für ein Leck entsteht, ne? Wie lange das dauert. Wenn ich dann hier irgendwie so rumslice, das sind mehrere Sekunden, wo ich da verliere, als wenn ich einfach hier stehe und steppe. So viel schneller. Weil ich sehe halt wirklich auch viele Leute, die sind dann irgendwie unten hier und töten dann hier und guckt euch das mal an, ne? Das kann keiner vernünftig spielen, ne? Bloß die Gefahr ist halt noch Megatrons Buddy, auch wenn er kaputt geht. Er macht Schaden, ne? Deswegen, hier ist am schnellsten, zack. Ich ändere hier immer noch die Waffe, obwohl es eigentlich nicht das schnellste ist, aber ich habe es mir einfach so angewohnt, deswegen mache ich es immer so und whatever. Aber schneller wäre theoretisch. Split. Schneller wäre theoretisch, die Waffe gleich hier zu wechseln. Mache ich nicht, aber es ist halt nur ein Framesaver, wo wirklich bei dem Run keinen Unterschied macht. Aber es ist ein Framesaver, immerhin. Aber das war Megatron. Einer der schwersten Bosse im Spiel. Einer der gefährlichsten Bosse. So, jetzt theoretisch wäre es hier besser, weil man während du ins Menü gehst, der Ruger weiterläuft, ne? Hier auf Geo-Rod. Und dann mit dem Zombie einmal reden und dann warten. Kann ich nicht speed-uppen. Kann hier leider nichts machen. Einfach nur warten. Hier, was ich hier mache, ist reden, dann ein bisschen weg von ihm laufen. Und dann einfach, du musst einfach nur in der Nähe bei ihm sein und rumlaufen. Und dann geht das Event weiter. Muss nicht nochmal mit ihm reden oder irgendwas. So, und jetzt hier die Textboxen laufen automatisch hier. Die letzten drei, glaube ich, sind's. Jo. Es kommt nochmal ein sehr gefährlicher Part. Wenn man den überstanden hat, oder gleich, es dauert noch ein bisschen. Vorher kommen noch Afrika und Earthrock. Aber danach kommt der Neo-Tokyo. Neo-Tokyo ist wieder ein sehr spezieller, sehr gefährlicher Dungeon. Gerade wenn man, sagen wir mal, verwundet aus dem Megatron-Fight rauskommt mit 90 AP, dann müssen die Alarmglocken läuten für Neo-Tokyo, weil da kann man One-Shot sein. Die Gegner in Neo-Tokyo machen zwischen 40, das ist jetzt noch das Minimum, das sind die Geister zum Beispiel, gleich kommen. Dann die Robber, die machen irgendwie so 70, 80, 60, wenn sie nicht reinlaufen. Und dann noch die Dog Soldiers, die wohl schießen, die machen bis zu über 100 Schaden, machen die. Irgendwie 110 oder 100 oder sowas. Das testen wir gleich mal, wie hoch die rollen können tatsächlich. Und da muss man sehr aufpassen. Das ist ein, sehr, sehr gefährlich. Man muss haargenau wissen, was man tut, wann man sliden darf, wann man slicen muss und so weiter. Und ein Abfuck als Damage. Ja, ja, die können dich halt verfluchen. Und da ist wieder die Sache mit dem Earthpin, den man in Great Lakes, wenn man vergiftet wird, indem man rausläuft am Anfang, sich sparen kann. Die Geister, wenn die dich mit der Flamme treffen, gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sie dich verfluchen. Und wenn sie dich verfluchen, hast du einen Todeszauber. Quasi den Todesfluch. 20 Sekunden und du kippst einfach rum. Hier vier Textboxen. Hier nach links. Nochmal nach links. Genau das. Was heißt das? Tod oder was heißt das?
So, jetzt hier. Beim ersten Mal, wenn ihr euch erinnert, sind wir so durchgelaufen, diagonal nach oben links, ne? Jetzt mit Turbo Boots. Tot, okay. Durchlaufen, ne? Und jetzt da. Sobald man diese drei Steine überquert, gibt es eine ganz einfache Virtual Queue, wann man nach oben rennen muss. Diese Steine hier oben. Also unten sind Steine und oben. Und oben die zähle ich. Sechs Stück. Also ich mache immer eine Pause, wenn ich an einem vorbeilaufe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Netz hoch. Und idealerweise direkt an dem hier vorbei. Weil dann bist du hier perfekt lined up. Wenn du ein bisschen zu weit läufst, passiert das. Hier ist auch dumm, ne? Also du musst am besten beim sechsten Stein genau nach oben. Ich mach das nochmal. Es ist so eine Timing-Geschichte. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Und dann, tada, perfekt. Und hier, wenn du hier rauskommst, auch noch eine Sache. Nicht nach links halten, sondern nur nach unten halten. Auch eine komfortable Sache. Und am besten auch hier bis ganz nach unten laufen. Du kannst hier nicht in die Rille rein, also keine Sorge. Und dann nach links halten. Dann wirst du auch links natschen. Weil sonst würdest du nämlich hier enden. Und so endest du hier und kannst einfach weiter links gedrückt halten. Auch hier. Links halten. Nicht runtergehen, sowas machen, weil dann musst du hier wieder, verlierst du hier wieder Teils. Weil du dann wieder nach oben musst. Also hier und einfach links halten. Dann hier nach unten. Overworld Movement overall kann auch ziemlich viel Zeit wegnehmen, wenn man unbedacht spielt, sag ich mal. So, dann laufe ich mal hier bis dahin. Da ist ja hier Money, wenn ich jetzt eins links weitergehe, gehe jetzt mal. Da waren wir, ne? Haben wir die Kohle abgefarmt. Aber meine Stelle ist hier, dass ich hier hingehe. Eins hoch, dann nach rechts. Das ist meine Visual Queue. Manche andere, die gehen, keine Ahnung, gehen bis hierhin, bis zu dem Teil da oder keine Ahnung was. Aber ich laufe immer, wenn ich vom Hafen komme, einfach hier hoch. So, dann weiß ich hier auf der Höhe. Easy. Es ist genau gleich schnell. Hier in dem Raum gibt es auch nicht viel, man kann Boots machen und dann hier. Aber ich laufe immer hier. Boots und halte L gedrückt. Ich glaube, das ist schneller. Gerade ein Stück rechts, Boots nach oben, L gedrückt halten, dann wirst du automatisch mit dem Ding quatschen. Und kriegst deinen Mondstein oder deinen Starstone, wie auch immer. Dann halte ich hier schon runter, gebuffert. Auf hier. An der Oase vorbei, aufpassen, wenn ich jetzt hier runterlaufen würde, wäre ich in der Oase, also das ist ein Overworld Location. Deswegen aufpassen, aber hier bist du lined up mit dem Hafen. Hier ist halt auch nichts, ne? Da brauchen wir keine Angst haben. Aber trotzdem. Ist halt, habe ich mir halt so angespielt über die Jahre mittlerweile. Deswegen, hier musst du eins runter, also kleine mich hier immer ab und geh eins runter, weil gleich wird so ein Stein kommen. Kann man auch später natürlich ausweichen, aber so kann ich mich dann gleich ein bisschen auf den Chat fokussen und so weiter. Weil hier, der wird dich nerven. Dann leine ich mich hier wieder ab. Hier hoch. Und da. Hier diagonal dran springen. Dann hier laufen und hier auch diagonal, also hier hoch springen. Und wenn du es richtig machst, musst du nur achtmal climben, glaube ich. Oh, ich gehe nochmal raus. Wenn ich so nicht im Flow bin, dann ist immer schwierig. So. Ich muss im Flow sein, wie im Run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kannst du perfekt. Das habe ich mir ja gemerkt. Achtmal das Geräusch und dann bist du perfekt. Aber nur, wenn du halt so dran springst. Ne? Wenn du halt, ja, wenn du sowas machst, zum Beispiel, dann natürlich mehr. Aber wenn du so dran springst wie ich, achtmal und dann. Dann dreimal und dann hier hoch, da nach oben weiß ich nicht, weil das ist ja unrelevant. Da muss ich ja nicht nach links oder rechts. Dann hier schön die Diagonale wieder machen, ne? Nicht irgendwie, nicht so rennen. Sondern halt einfach so. So eng es geht, die Ecken, die Corners cutten.
um das Maximum rauszuholen aus dem Movement. Hier kann man auch wieder unten links gedrückt halten und übernaschen. Split, imaginär. So. Und jetzt Neo Tokyo. Hier. Ich sehe hier manche Leute, die machen so. Ist auch okay. Ist natürlich leichter, als hier das rumzuwurscheln. Aber das ist natürlich schneller, weil du willst ja nach links. So. Hier Neo Tokyo. Keine Boots verwenden hier nach oben. Lohnt sich nicht. Weil ich sehe manche Leute, die machen so. Oder irgendwie. Sowas irgendwie. Oder so. Das lohnt sich alles nicht so. Das ist okay. Das wird sich wahrscheinlich noch am ehesten lohnen, wenn man das gut macht. Aber, müssen wir mal genau time hier. Aber dann besteht die Gefahr, dass irgendwie sowas passiert, aber es ist voll okay, wenn man so macht. So mache ich es zumindest. Weil es ist easy mal so eine Stopp-Animation hier und dann irgendwie merkst du, oh shit, bin ich ganz weit links und dann das und ach, einfach hochlaufen. Viel einfacher und sehr schnell. Und hier mit dem Ding kann man sehr früh schon quatschen. Man kann hier natürlich so reden, aber aber man kann, wenn man einfach L schon gebuffert hält hier, sehr früh mit dem Ding reden. Hier. Da schon, ne? Jetzt packt es wieder um. Werde ich gleich mal die Konsole wieder resetten, damit wir auch schönen Ton haben. Jetzt wird hier Fluffy reden. Nach zwei Textboxen, wenn Fluffy redet, kann man rennen. Oh, jetzt, ich hab da auch so eine Time-Cue, Down-Cue. So, du willst Fluffy reden? Jetzt kannst du schon hier wieder mit Movement. Ja, das Spiel hat sich gesoftlockt. wegen dem Ton. Weil normalerweise, während Fluffy abhaut, kannst du schon rennen. War ich gerade auch ein bisschen verwirrt. Oh, schöne Yamei-Musik. Kurzzeitig. Nicht lange. Nicht lange. Fluffy, da kann man halt schon. Da braucht man auch wieder. Das von Fluffy muss man nicht wegdrücken. Einfach runterlaufen. Das war's. So, hier. In dem Raum gibt es auch mehrere Methoden. Kann irgendwie so machen. Ne, halt irgendwie so springen, aber ich gehe ein Stück runter und dann so ohne Natschen, ohne Springen da. Ich glaube, das ist am schnellsten. Ich habe vor einer langen Zeit habe ich mal alles so getimed, aber ich habe mir die Zeiten alle nicht notiert. Zumindest nicht das, was unwichtig war, wie der Raum. Weil ich habe mir dann einfach das Richtige angewohnt, deswegen müsste das das Schnellste sein. So, dann hier einfach laufen und in dem Raum gibt es wieder was Interessantes zu sagen. Hier erstmal diagonal nach unten links rennen. Ja, Moment. Oh, okay. Hier müsste ich auch mal was timen, aber das ist wirklich eine geringe Kleinigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, hier weiter zu laufen und zu bonken. Wahrscheinlich lohnt es sich, hier dran zu bonken, damit man nicht diese Stopp-Animation hat. Also wahrscheinlich wird sich das hier lohnen und dann Boots verwenden. Ich mache das bisher immer so und dann hier Boots. Aber es lohnt sich wahrscheinlich hier Bonk und Boots. Bin ich mir relativ sicher, aber auch wieder, das ist vielleicht ein Unterschied von 0,1 Sekunde, wenn überhaupt. Also auf jeden Fall, wenn man hier in den Raum ist, hingehen, Boots und dann bei der dritten Strebe hier. Bei dem dritten Ding aufpassen. Es kann sein, also hier cancel ich dann schon meinen Movement, weil es kann sein, dass dieser Typ manchmal hier ist. Und witzigerweise habe ich ihn auch schon hier gesehen gehabt. Also man muss super aufpassen, weil dieser Typ, ich zeige euch jetzt mal, was passieren kann, wenn man aus Versehen in dem reinläuft, Flamme hat mich erwischt.
Jetzt habe ich das Zeichen des Todes von bei mir. Hier an der Stelle ist es halt der sichere Tod. Außer du hast einen Bird Pin noch. Weil, wenn der Timer oben abläuft, passiert nämlich das hier. Du stirbst einfach. Deswegen ist hier in dem Raum Vorsicht geboten. Man kann YOLO sein und so rennen, ne? Aber da, also kann sein, dass du getroffen wirst. Weiß nicht, da zurückzurennen. Hier, in dem Fall theoretisch ja, aber das Problem ist aber die Schleimis. Ah, guck, jetzt war er hier. Ne? Jetzt, die Schleimis sind hier das Problem. Ich meine, man wird wahrscheinlich sicher durch zurückkommen. Aber ob sich das dann rechnet mit dem Hin und Her und die Schleimis und vielleicht, aber idealerweise, wenn du früh genug einfach cancelst hier, wird dir nie was passieren. Nie. Sogar einen Text dafür. Da wird dir einfach nie was passieren, wenn du früh genug, einfach wenn du nicht gierig bist. Und in dem Raum hier, einfach runterlaufen. Nicht das Movement verändern. Einfach runterlaufen, Slide, Slide, Slide. Wenn es halt, wenn du Bad RNG hast, wie ich hier gerade, kann sein, dass er halt nach oben dasht. Und halt auch den Hit überlebt, ne? Aber, da ist wieder die Sache, je nachdem wie viel Roboter man in Burger's Lab mitgenommen hat. Ja, das ist besser auf jeden Fall, Lyra. Wenn man Burger's Lab Tower, Burger's Lab viele Roboter hatte, dann kann man sagen, oh, scheiß drauf. Ich hatte jetzt 11 Stück, da würde ich drauf scheißen. Hätte ich 7, würde ich die mitnehmen. So, und jetzt hier, das ist der Killerraum. Na, fangen wir mal von hier an. Das ist der Killerraum. Kann man eigentlich fast immer gleich spielen. Ah, 18. Oh, warte mal, wir wollen mal die Damage Rolls testen. Komm, schieß. Body Hit erstmal 59. 45. 73. Also Body Hit kann schon sehr hoch ausfallen. Aber hier, der schießt immer. Fuck. Der da auch. Jetzt könnt ihr mal schießen, ihr Penner. 90. Aber die können über 100 rollen. Die haben dann einen kleinen gewissen Cooldown, wenn sie mal geschossen haben. Die können über 100 rollen. Wieder. 59. Naja, also sie können über 100 rollen. Auf jeden Fall, wenn man den Raum gleich spielt, kann man bis zu einer gewissen Stelle gleich spielen. Das hier ist zum Beispiel ein Slider, der ist risky, ich mache ihn. Je nach HP. Genau, den hier auch. Hier muss man slicen dann. Dann den mache ich. Und dann hier, das ist auch... Man muss halt, das ist echt so eine, soll ich sagen, eine Gefühlssache. Es ist schwierig, man muss halt auf das Pattern von den Gegnern reagieren. Das ist, wenn man sich unsicher ist, slidet man hier. Hier hätte ich jetzt auch sliden können, aber der in der Mitte, der schießt fast immer nach links. Und den kann man eigentlich immer safe machen, den auch. Ja, guck, da war's. Den kann man machen. Und die kann man auch so machen. Das ist, man muss halt nur wissen, wann. Aber wenn man unsafe ist, macht man halt sowas, ne? Hier, nimm den noch mit, ne? So. Aber Slide ist halt viel schneller. Aber saugefährlich. Man muss halt einfach genau wissen, was zu tun ist. Und da ich 11 Roboter hatte, muss ich hier auch nicht mal alle mitnehmen. Wenn jetzt einer zum Beispiel nicht sterbt. Guck mal. Na, sterben sie natürlich alle, ne? Und ich auch noch. Der stirbt jetzt nicht, ne? Jetzt kann ich mir überlegen, nehme ich den überhaupt mit? So. Habe ich einen ausgelassen, ist okay. Hier, die Sache. Das ist auch ein gerne guten Struggle-Raum von Leuten. Weil sie sich denken, oh, da bin ich rein, so gierig, ne? Es geht, man kann es schaffen. Es ist aber, tight. Und deswegen, ganz ehrlich, ich mach's so.
100% consistent. Wie wir wissen, Consistency ist der Schlüssel beim Speedrunning. So, und nehmen wir mal an, man hat jetzt den Key hier und stirbt jetzt auf dem Rückweg. Da muss man, will ich gleich mal erklären. Der Key ist kein richtiger Key, den muss man nicht equippen oder so. Das mal hier wieder. Wichtig ist, dass man jetzt auf dem Rückenweg spätestens jetzt Level 27 wird. Wenn man im Raum, nach dem Raum hier clear, noch kein Level 27 hat, dann läuten auch Alarmglocken, sprich, du bist behind in Erfahrung. Du liegst hinten, du brauchst mehr Erfahrung. Und dann macht der Arc schon so. Aber so, hier den kann man sliden. Hier den muss man slicen, der schießt meistens. Hier. Das war zum Beispiel auch eine sonderbare Sache, der hat geschossen, deswegen wusste ich, dass es jetzt auf Cooldown ist. Er hat schon geballert, deswegen konnte ich ihn sliden, aber das ist wirklich... Es ist saugefährlich, also wenn ihr euch unsicher seid, slice hier. Das kostet ein bisschen Zeit, aber ein Tod hier kostet eine Minute. Und wenn ihr bei Megatron einen Safety Safe macht in Moskau, kostet das nicht nur eine Minute, sondern zwei, drei Minuten. Also zwei Minuten, keine Ahnung. Deswegen... Es muss gut studiert sein, der Raum hier. Das wird das Tutorial hier euch nicht komplett beibringen können. Das müsst ihr üben, üben, üben. Und lernen, wann ihr was machen dürft. Weil Neo Tokyo, da liegt viel Zeit. Da verlieren viele Runner 15, 20 Sekunden. Schon fast nur wegen dem Raum hier, beim Hin- und Rücklaufen. So, und jetzt, wenn man behind the XP ist, kann man hier so einmachen. Ist natürlich auch ein bisschen risky. Jetzt habe ich hier gesoftlockt oder was? Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, was mache ich denn jetzt? Habe ich jetzt überhaupt einen Save dafür? Es ist eine Softlock hier. Ja, weil halt das Spiel, ne? Der Typ triggert wohl die Musik. Also der ist an der Musik. An die Musik gebunden, ne? So eine Scheiße, ey. Jetzt muss ich nochmal hier die Kacke weiterspielen. Wenn nicht, mache ich einen Cut jetzt vom Tutorial mitten in Neo Tokyo. Das wäre natürlich scheiße. Bin ich hier? Ah, muss ich. Alles Magic Safe State. Oh, die beiden Hostings. Ah, das ist echt bescheuert. Mal schauen, habe ich irgendwo noch ein. Nein, habe ich nicht, ne? Das ist echt doof. Yo, danke Bamboo und zockerst du. Gut Leute, jetzt muss ich ja halt nochmal kurz Megatron machen. Das ist echt ärgerlich. Toll, Pockers, ja. Ich habe leider gerade Neo Tokyo gesoftlockt. Mit meinem SC2-Snatz hier, weil der Typ, der reagiert wohl auf Musik, ne? Auf den Ton. Jetzt läuft er ewig lang so weiter. Nur geht nicht. Nee, gar nichts geht, ja. Na, habt ihr PBs gemacht oder was geht bei euch? Das Einzige, was ich jetzt probieren kann, ist, ich habe eine SC2. Gucken wir mal. Habe ich irgendwelche Save-Files noch hier von der Enigma, wo ich irgendwo Megatron habe? Nach Megatron. Das heißt genau gleich das File, das ist ein Problem. Terra Safe From? Das vielleicht? Mit Megatron, please?
28:04, yo, nice. Hast du Bemu vergewaltigt? Hast du ihn fertig gemacht? Scheiße. Echt easy. Oh Mann. Das ist ärgerlich, Leute. Iris hatte gewonnen. Gut, Leute. Das heißt, nochmal kurz Bürgers Lab durchspielen. Das ist natürlich jetzt Kacke, oder? Theoretisch könnte ich jetzt natürlich auch, mit die Armor hier. Oh, das sind halt lauter, kann ich das wegwerfen? Geht nicht. Oh, das ist Kacke. Ich glaube, dann sollte ich vielleicht einen Cut machen vom Tutorial jetzt. Weil jetzt Brugger's Lab durchspielen mit so einem Cut-Save ist halt. Die tut natürlich schon was Tolles, ja. Ja, gut, ich habe jetzt aber auch. Wie lange habe ich jetzt gemacht? 3 Stunden? Ne, fast 4 Stunden. Von Zagun Carson immer durchrunnen. Ja, das ist halt jetzt für ein Tutorial halt eher Shit, ne? Deswegen mache ich einfach hier einen Cut mit dem Tutorial. Das ist dann Part Nummer 3. Und Part Nummer 4 ist dann fertig. Also Part Nummer 4 ist dann.